Nun, es ist wieder soweit. Freunde der Nacht, Be Rising ist angedacht. Mit Nils Bohmhoff, dem Vampir, der sich verwandeln kann in ein Tier. Auch mir sind diese Kräfte gegeben. Doch wichtig ist, wir müssen überleben. Dafür sammeln wir viele Ressourcen. Manche davon müssen wir erst suchen. Manche davon haben wir gut organisiert in Truhen. Und wenn wir fertig sind, gehen wir in unsere Särge und werden dort ein Weilchen ruhen. Herzlich willkommen zu V Rising. Okay. Ich glaube, wir das. Kann das sein? Ich bin wieder da. Können, wenn das Hallo. Schloss, Hallo. Hallo, Schlosszentrum zerfällt. Achso, meinst du? Vielleicht liegt es da, ich weiß es nicht. Gut, dann tun wir was rein und dann. Warte mal, jetzt geht's dem Rutzer. Ich war nämlich gerade da, aber ich erinnere mich, ich wollte hier noch nichts bauen, bevor wir die Werkstattböden hier eingezogen haben. Nikola, kurze Frage. Werkstatt? Welche Taste muss ich drücken, um dieses Fenster hier, das Fenster ein bisschen. Wieso ist der Kabel hier, denn eigentlich hier kleiner zu machen? So klein. Ah, hier, ich hab's schon. Alles gut. Alt, genau, ja. Das ist natürlich jetzt so ein Ding. Okay. So, Leute, was läuft. Oh. Wie ist unser Auftrag? Low Essence. Oh, nur noch 3 Stunden. Wir brauchen Herzen. Das kriegen wir hin. Ja, das war gerade eben schon leer, von daher. Alles gut. Also, pass auf, ich hab eine Idee. Das war schon wahrscheinlich ein paar Tage lang leer. Das. Warum? So. Kann ich das nicht hier bauen? Passt der Ton jetzt bei allen? Ich glaube, bei Nils gab es noch Beschwerden, dass der Ton nicht passt. Was? Echt? Warum? Zu leise, ne? Gab's mal, dass wir zu laut und du zu leise bist? Nee, andersrum. Dass wir zu leise und du zu laut bist. Was müssen wir denn machen eigentlich? Haben wir einen Auftrag? Wenn alles jetzt passt. Nils sagt, wir brauchen einen Werkstattboden. Ja, ich wollte gerade, wir haben hier schon eine Werkstatt. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich würde das gerne ein bisschen vergrößern. Und dazu gehe ich, glaube ich, mal aus dem Schloss raus. Was brauche ich denn da? Für die Grundlagen, was kostet mich das? Stein. Okay, erstmal Stein. Wir müssten mal gucken, wo sind denn nochmal die Typen? Ist das Blattalter? Wer der nächste ist. Achso, wir haben hier einen ausgelassen. Putrid Red. Warum mach ich das? Turn into a small rat and blend into the environment. Da kriegen wir die Rattenform. Wo ist denn hier die Steinkiste? Und das ist. Ob ich die Sound noch gefixt bekomme. Hier ist. Stein und Klunker. Oh. Da. Mein Stein. Gott. Okay. So, ich baue jetzt mal ein bisschen, hier, wir müssen mal ein bisschen ausbauen, leider. Deswegen werde ich jetzt mal hier an der Seite gucken. Oh. Das müssen wir erstmal hier kaputt kloppen. Hä? Wieso kann man die Ratte nicht auswählen? Achso, die muss man finden, oder was? Bam. Hier muss mehr Platz hin. Aber je größer das Schloss, desto mehr muss man reinpacken, damit es nicht decayt, ne? Ist auch ein bisschen nervig. So. Alter, hier Nils, wir müssen Polora the Faywalker killen, dann kriegen wir das Vampire Waygate. Okay. Und dann haben wir einen Teleporter in unserer Basis. Kriegen wir das Vampire Wallgate? Nee, Waygate. Way. Ich muss dich mal lauter machen, irgendwie ist auch echt bei mir ein bisschen auch so. Ich habe eine Idee, wir wechseln mal lieber in Video Ninja rein, weil da gibt es die Soundprobleme bei Eddie nicht. Okay, das heißt? Du machst nichts, brauchst nichts machen, ich habe dich schon gejoint. Ich mach's noch eben bei Nils und dann reden wir darüber. Oh nein, es wird leider hell. Also nochmal, Nils, wir müssen diesen einen Typen hier killen, dann kriegen wir eine Struktur, die wir bauen können. Und dann können wir unser ein Portal bauen. Das ist geil. Bei Direkt uns im Haus. Genau. Dann können wir echt. Mir gefällt von das. Das müssen wir unbedingt machen. Der ist auch erst. Der ist nur Level 34. Den sollten wir eigentlich easy killen. Das ist ja quasi lächerlich. Der heißt Polora the Faywalker. Du hast ja sicherlich auf Englisch gestellt. ja, natürlich. Und dann kannst du ja den mal auswählen. Polora. Ja, warte. Darf ich ganz kurz einmal. Naja, easy. Ich wollte es nur schon. Unser Schloss erweitern. Mach bevor ruhig, wir das mach machen. Ich gehe Weil ich muss das ein bisschen größer machen.
geschieht hier? Oh, mal direkt. Hier geschehen Sachen. Was fehlt mir denn jetzt? Jetzt höre ich den Nils doppelt. Was fehlt mir denn? Jetzt höre ich nicht mehr doppelt. Schlossgrenze erreicht. So. Oh, was? Schlossgrenze erreicht. Na gut. Hört ihr mich auch noch? Ja, ich höre dich. Wer bist du noch gleich? So, ich sammle alles mal ein und sortiere es in die Kisten, wie es hin gehört. Ich komme mir schon vor wie so eine Putzfrau hier. Was fehlt mir denn jetzt? Nix, wieso kann ich denn nicht... Ach, wegen der... Ach, hör doch auf, jetzt muss ich hier wieder die Bäume abhackeln. Was macht ihr denn hier? Was steht ihr hier im Weg? Oh. Ich stehe im Schatten eines Baumes. Ich stehe im Schatten eines Baumes in der Sonne, also am Tag, damit ich nicht sterbe, und haue auf diesen Baum, um ihn zu entfernen, während ich in seinem Schatten in Sicherheit. Das ist nicht clever. Nee, aber es ging einfach auch nicht anders. Ich schwöre. So, und jetzt muss ich das also einsortieren. Wann ist das vorbei mit dem Tag? Warum ist es schon wieder Tag? Was denn? Steine und Klunker ist es nicht. Okay. Okay. So, dann weiterbauen. Gut. Ja, Eisen ist ja eigentlich nicht Stein. Eisen ist nicht Stein, das stimmt, ja. Aber passt halt irgendwie trotzdem da in die Kiste. Ja. Das soll weg, bitte. Wieso verliere ich gerade Energie? Achso, out of blood, okay. Mensch. So, dann gehen wir mal hier durch und dann. Hey. Ah, jetzt komme ich hier nicht durch. Weil das im Weg steht. So. Also nur, dass ihr es wisst, Eisen ist auch in der Holzkiste. Ja, ich bin nicht glücklich damit, aber was willst du machen? Ich mache erstmal hier noch eine. Wir haben Kupfer, haben wir auch da drin. Das passt dann schon. So. Können wir dann bitte jetzt hier, dass hier die Sonne nicht mehr reinkommt? Ist das eine Möglichkeit? So, dann machen wir folgendes. Hier. Die kommt weg. Die kommt weg. Die kommt weg. Das sieht gut aus. Leute, wir kommen voran. Werkstattboden, genau. Ja. Es fehlt. Es fehlt. Was fehlt? Nix. So, ich spiele das Spiel eigentlich nur, um die Kisten zu sortieren. Ja, damit kann man so einen kleinen Fetisch bedienen auch auf jeden Fall. Es ist irgendwie so, man fühlt sich relativ schnell nützlich. Ohne, dass man wirklich irgendwas Besonderes können muss. Ah ja. Leute sind dankbar dafür, dass man die Kisten sortiert. Das ist schön. So ein bisschen wie die Wasserträger beim Football. Wie Rising. Wie Rising. So, also, jetzt ist Nacht. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt aufzubrechen. Ja, und ja, hier den. Nicht, gib mir eine Sekunde. You and me, we can be very good when you let me hear the doing. What's... Okay, das ist gut. Dann muss ich aber noch Eisen. Hier lassen wir das auch Werkstatt sein. Kommt vielleicht noch ein bisschen was. Komm, dann lassen wir das hier mal Werkstatt sein. Stone Brick. Okay. So, das ist ja nur für den Moment. Yes. Das ist nämlich mega geil und das ist weniger geil. Das ist deutlich besser. So, was ist noch, was braucht noch, das ist Schneiderei. Habt ihr noch Eisenbarren? Oder nicht? Ja, warte, ich habe hier. Wie viele denn? 8. Ah, das reicht nicht.
Wo hast du denn den? Hä? Ja, ich habe umgebaut. Hier, guck. War eben noch da. Brauchte ich ja noch Zeit. Ne, hier, guck. Hier. Ha? Hier, weil ich musste denn die Werkstatt erweitern. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Wir können theoretisch auch noch mehr Mühlen oder irgendwas bauen. Wir müssen ein bisschen Holz reinschmeißen. Hast du noch Eisendinger, Nikola? Dann ficken sie sich doch. Gut. Nein, ist ja nur Spaß. Ist ja freundschaftliches Ficken. Ja, da bin ich dabei. Langsam wird es unübersichtlich hier. Wenn die Wohnung verändert sich. Das ist dein Job. Nee, ich meine einfach von der Struktur, dass die Werkbank jetzt irgendwo hier rechts ist, zwischen den Maschinen. Das finde ich nicht optimal, muss ich sagen. Hier war so schön immer die Bastelecke. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Wer hat denn hier das Leder nicht aufgeräumt? So, das ist auf jeden Fall deutlich besser. Was ist... Wo ist denn das Leder? Wo ist denn das Leder? Ja, das ist gar nicht das, was ich wollte. Wo wollte ich denn noch hin? Da hinten, genau. Wie kriegt man nochmal Eisen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, müssen wir Eisen kloppen halt. Ja, im Norden. Ach ja, das war mit den Eisenminen die Geschichte. Ja, ja, das gar nicht, haben wir gar nicht so üppig über. Nee. Gut, dann lasst uns jetzt mal kommen, Nils. Let's go. Ja, pass auf. Okay, ich folge schon mal der Blutspur. Warte, ich muss das noch annehmen eben. Westen. Was ist los? Wo ist der Altar? Ne, das ist der Forschungstisch. Hier ist der Altar. So, der hieß, der Freund hieß, wie hieß der Freund noch? Polaro. Achtung, Polara. Du wirst angegriffen. Ja. Oh, Polara, ne? Ja. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen, irgendwas draus? Oh ja, lass mich die Ressourcen noch kurz rausmachen. Eieiei. Oh, fuck, ich bin tot. Du bist schon wieder tot. Ja, da war wieder Schildboy. Kann mal einer kommen? Ach was, ich kann auch einfach spawnen bei um die Uhr. Ja, gut. Danke, danke Sabine. Holz und Glas. Bam, bam. Der ist aber auch ein Fucker, der Typ, ey. Du kommst da rein. Der ist auch einer, ey. Da ist er. Wollen wir den einfach zusammen killen oder lassen wir den einfach leben? Das ist Planten und Blumen. Da. Nein, Planten und Blumen. Der haut schon ziemlich rein. Also tut doch was machen. Okay. Du bist tot. Ne, ich lebe schon längst wieder. Oha. Dash. Holy. Kannst du uns gerne helfen? Ja, ich bin unterwegs. Sag mal, ach so, das ist Magnus, der hier rumeiert. Okay, warte, Hund. Nein, ich bin noch ausgewichen. Ich bin schon wieder tot. So, wo seid ihr? Ach da, ihr kämpft gegen den da, oder was? Ach, ihr seid ja lustig. Na gut. Vladimir, komm mal kurz. Er kann mir jetzt die Folge leben. Warte, ich mach jetzt euch Platz. Okay, ihr müsst euch keine Sachen mehr machen. Papa ist da. Eieiei. Keine Sorge, alles. Mann, er kann einen one-shotten, ne? Ich sag's nur. Ja, ich bin aber auch sehr gut. Oh, wait, du bist respawned. Okay. Ja, nachdem meine Freunde mich nicht gerettet hatten, entschied ich mich zu respawnen. Siehst du, wie gut wir sind. Er will immer mich haben. Ja, Leute, ich esse ihn auf. Leute. Lass ihn, ist gut. Yes. Sabine, wie schnell hast du das denn gelootet eigentlich gerade? So, original, der eine hat ihn jetzt von euch das Blut genommen und der andere hat ihn gelootet. Indem ich zweimal gestorben bin. Ist wieder typisch. Warum bist du schon wieder Level 42? Was hast du dir schon wieder gebaut, Nils? Eine Armbrust, eine bessere. Also hattest du doch genug Eisenbarren. Nein, die hatte ich... Du brauchst 15 Eisenbarren für die einen. Für die. Aber eben hatte ich übrigens 36. Du hattest 5... Das ist typisch wieder. Und wenn ich dann was sage, dann bin ich wieder derjenige, der sich beschwert.
Komm jetzt lieber mit. Wir haben eine Mission. Du spielst ja gar nicht mit Pfeil und Bogen. Ja, wir müssen den Typen weg. Ja, weil ich eine scheiß Armbrust hab. Hier, wir müssen zum Blut jetzt. Das ist Blut. Warte mal, hat der einen Bonus? Primärangriff, Lebensraum? Oder liegt das an dem Blutgruppe Barbar? Habt ihr, ich hab ja diesen Typ da gefressen und da steht jetzt Blutgruppe Barbar. Habt ihr das auch? Nee. Ich habe ihn ja nicht gefressen. Nee, aber habt ihr, habt ihr auch Primärangriff Lebensraub? Oder ist das irgendwie jetzt eine Eigenschaft des Barbarenblutes? Das ist eine Eigenschaft des Barbarenblutes. Wo seid ihr denn eigentlich schon wieder? Warte mal, hatte der gerade ein 100%? Nein, das mache ich! Hatte der gerade ein 100%iges Blut? Kann sein. Okay. Ah, da kommt die Kavallerie. Wie ist das denn? Ich habe den einfach nicht gefressen. Weil da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Stand er gerade 100%? Alter Schwede. Hatten wir schon mal ein 100%iges Blut irgendwo gesehen? Ja. Ja? Ja, hat man schon mal ein paar Mal. Okay. Das ist halt wieder relativ schnell weg. Lass uns mal Ausschau halten auch nach guten Ressourcen. Müssen wir hier lang, oder? Habt ihr auch die Quest erlangen? Also kriegt ihr die Blut-Dings auch? Ja. Wir beide ab. Der Schwefel ist... Aber kannst du dann das Quest überhaupt dafür abschließen, wenn du es nicht erlangst? Ja, auch mal gemacht. Ja. Oh, mein Magen, ey. So. Tschüss, Sabine. Sehe schon wieder kommen, wir werden wahrscheinlich im Tageslicht kämpfen. Dann kämpfen wir halt im Tageslicht. Portal, das ist natürlich mehr. Ich meine, gut, wir haben ein Portal, was direkt bei uns in der Ecke ist. Das wäre das ja jetzt nicht so krass. Aber... Aber was ich halt nicht weiß, ist, vielleicht kann man das Portal auch noch woanders dann hinbauen und dann von quasi von Portal zu Portal. Aber dann müsstest du wahrscheinlich das auch wieder aufrechterhalten, ne? Du müsstest dann ja ein Dungeon-Herz da bauen. Ich stehe die Kraft da noch. Ja, die brauchten wir auch manchmal, ja. Ja, für die Zombies, glaube ich, war das. Ja. Das Skelette. Aha. Oh, ach nee, wir müssen aber nicht ins Barbarenlager hoffentlich hier, oder? Die können also nichts. Nee, okay. Gut. Ne, das müssten wir wieder aufsprengen tatsächlich. Aber das haben wir ja schon. Ne, wir sind doch Bären, wir können auch das aufschlagen. Ach ja, stimmt, wir können es ja jetzt auch aufschlagen. Genial. Aber wir müssen da trotzdem nicht rein. Ne. Wow. Da kann man bestimmt was angeln, oder? Hattest du nicht eine Angel gebaut? Ich habe eine Angel, ja, ich kann es mal gerade probieren. Ja, aber was ist da? Das da? Ja, was da so leuchtet im See. Wie benutzt man die? So, 7. Hä? Ja, dann. Und? Nö. Irgendwie hat es nichts gebracht. Aber ist jetzt weg auf jeden Fall. Habe ich irgendwas gekriegt? Ein Fischi vielleicht. Nee, den habe ich aus einer Kiste. Komisch. Das war seltsam. Man kann später Menschen einsperren und das Blut in Flaschen abfüllen. Man muss warten, bis der Fisch beißt. Das klingt nach etwas, was realistisch angeln ist. Eieieiei. Ja, aber irgendwie... Okay, man braucht immer so eine...
Quelle. Ja, hier lang, ne? Keine Ahnung. I don't know. Was ist das denn für ein Tierchen? Ist das ein Bär? Ach, ist ein Bär. Oh, hier ist wieder Vorsicht, so ein Totenkopf, Heini. Vorsicht, der kommt auf euch zu. Hello. Wir, den holen? Wir können den platt machen. Die Kraftangriff, oder? Alter, was zur Hölle? Kannst du ihn aufessen, oder? Ja. Was explodiert die ganze Zeit? Ne? Eine kleine Ruckler, ihr auch? Geht eigentlich. Schlecht kann man sein. Na gut. Sei nicht so streng mit dir. Ist ein Banditencamp? Irgendwie rüber? Nö. Oh, warte, was ist das? Hier ist leider vorbei. Oh. Bin hier. Ab. Vorsicht, Eddie, du bist gleich tot. Mhm. Oh ja. Ich bin tot. Ich bin tot und liege vor der Brücke. Ja. Ah, schieß doch. Sonne kommt. Ja. Holst du Eddie wieder? Ja. Ja. Es wird heiß. Hopp. Denk dran, dass wir immer diese Herzen, ne? Die sind mega wichtig. Ah, die unbefleckten. Die unbefleckten. Sie sind so sehr wichtig. War das so Dinos? Was? Ja, noch was. Dinos könnten sie noch einbauen. Ja, oder? Das ist mega realistisch. Gegen Dinos. Ja. Ich glaube, wenn Vampire, wenn die sich so ein Brachiosaurus halten würden, dann hätten die gar keine Blutprobleme mehr. Reiten. Das wäre doch gut. Dann glatt Ark spielen. Ark mit Dinos. Ja. Hier ist Sulfur. Wie geht's denn weiter eigentlich? Immer Richtung Westen. Ja. So, jetzt nichts. So, was seid ihr lang gelatscht? Seid ihr da? Ne, da bist du. Da kommen wir auch durch. Wenn wir nach Westen müssen, können wir da durch. Tief im Westen. Ah, hier ist sogar noch ein Durchgang. Aber den sparen wir uns. Ich denke über die Brücke hier, was? Was ist denn, ne? Blut. Was hast du gesagt? Ack mit Dinos, ja. Wie gesagt, Ack mit Papier, das wäre cool. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich das laut ausgesprochen habe, aber wenn du so einen Sauropoden hast, der hat ja einen ultra langen Hals und ist mega groß, deswegen hat der ultra viel Blut, da können dann so 20 Vampire sich an einem Hals andocken. Ja. Und es stört ihn aber nicht, weil der einfach so groß ist. Ist dem das völlig egal ist. Genial. Ich glaube, Vampire sind wirklich die einzigen, die sagen, oder nicht die einzigen, aber die, also für die ist es echt ärgerlich, dass man das. Moment, Blut kommt hier aus der Richtung. Vielleicht waren Vampire mal sehr lustig und deswegen gibt es keine Dinos mehr. Leute, ja, ich glaube, ihr lauft in die falsche Richtung. Ja, das kann gut sein. Ich komme mal so lange. Naja, in die andere Richtung. Zu den wir müssen hier hoch. Dip von Schatten zu Schatten. Oh, häng. Au, oh, ja, wieso hast du mich gegen den Pelz gekloppt? So. Boah, ist das schon wieder ein weiter Weg. Hallo Bär. Auch. Na, hier lang? Oh, Leute, hier ist ein riesiges Kupfervorkommen.
Klopp ich mal eben schön gegen, ja? Oder muss man das sprengen? Aber man könnte ich mir ja theoretisch. Vielleicht probier's mal in Affenform. Vielleicht geht das. In Affenform? In Bärenform, Alter. In Affenform. Form wäre aber auch cool. Die kommt auch noch. Nee, er will Sprengstoff. Wo ist das jetzt? Hilfe! Oh. No. Hier. Wie soll man denn da jetzt hinkommen? Warte mal, wo ist. Wo kommt das Blut her? Schnüffel. Da, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Ja, da kommen wir nicht weiter. Oh, es könnte sein, dass wir den Weg lang laufen müssen. Im Süden. Süden? In die Karte. Also oh, einmal ja. Nach Süden und dann. Stimmt. Wo sind wir denn? Ah. Jetzt wieder im Norden. Okay, das kann natürlich sein. Oh, hier sind Edelsteine. Darunter. Ich glaube wieder Edelsteine. Wisst ihr, gleich kommt der Punkt. Da können wir uns geile Upgrades mit Edelstein kaufen. Und dann freut ihr euch. Dass ich hier alle sammle. Der kommt niemals. Der kommt niemals? Hey, lass uns mal ein Item einbauen, das niemand braucht. Bestimmt. Na, irgendwas muss doch useless sein. Als ob die Fee das Item irgendwie einen Zweck hat. Doch, ich habe aber schon geguckt. Also diese Edelsteine, die werden später für Sachen wichtig sein. Und deswegen sammle ich die. Alter, was geht? Mann, du Ficker, ey. Aber das ist wahrscheinlich. Achso, doch, kann man auch über diesen Berg gehen. Na, wieder hier, genau. Das ist ein Stück hoch. Da geht's hier wieder runter. So, ein weiterer Umweg. Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin. Sind wir richtig? Ja, das ist jetzt zumindest dann der Pfad, der nach Norden über diese Schlucht führt. Hoffentlich. Die glänzenden Wiesen. Sieht halt schon alles sehr gleich aus, ne? Egal. Ja. Wobei, wir waren ja das letzte Mal noch, am Ende waren wir noch mal in so einer neuen Area, die hat aber auch gleich richtig reingehauen. Ja, da gibt's ja auch das Eisen dann, ne? So, guck mal. Von wegen. Es gibt schon irgendwas. Wie bitte? Was markiert hier oben? Gleaming Meadows. Ja. Wahrscheinlich ist der hier schon irgendwo. Oder die. Ich hab Bock halt auf ihren. Ja, hier irgendwie darüber oder was? Hier kannst du nochmal angeln, wenn du willst. Ja, da ist sie doch schon! Freunde! Da ist sie ja! Also ich hab die falsche Waffe, ich trottel. Alter, hallo! Okay, was machen wir eigentlich nach diesem Fall? Dieser Baby-Eierleich. Was haben wir so komische Schmetterlinge? Oh, die müssen auch kommen. Die müsst ihr auf jeden Fall killen, diese Schmetterlinge. Ready? Oh shit, ich hab schnell was. Oha, wo bist du da? Au. Au, au, ey, oh, sie ist Spirit Wolf. Ihr müsst die Splatterlinge kaputt machen. Ja, die machen einen Zettel aus. Der Jolene Schmetterling. Spirits, hear me!
Ey, Spirit, können wir da mal aufhören? Ihr könnt auch nicht hier durch die Wände, oder? Hier weg. Au, 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 au. Au. Alter, wie viele von diesen Schmetterlingen hat die denn? Oh, ich muss heilen. Da sind immer noch so viele Schmetterlinge. Au. Au, au, au. Ich muss die ganze Zeit mal selber nehmen. Mein gutes Barbarenblut. Spirits. Mann, au. Da ist schon wieder einer, ey. Das gibt's doch au. Nicht. Au. Ich fürchte, ich bin bald tot. Au. Alter, sie lässt mich heilen. Ich bin gleich tot. 7 Health nur noch. Okay. Und sie jagt mich gerade. Oh, das ist der Biene. Komm. Da hinten ist sie. Ich hab dich verwechselt mit dem Feind. Ah, ich bin auch gleich tot. Oh, no. Ah, sie geht auf dich. Heavy Spirits. Alter, was war denn das? Der hat so einen Spirit-Hund. Ich glaube, ich bin gone. In der Ulti ist gebracht worden. Das ist ja fix. Oh, ich bin auch gleich tot. Shit, shit, au, 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 shit, au, 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 fuck, au, fuck. Oh no, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich bin hinüber. Mein Leben. Ich hab auch nichts mehr zum Essen. Geh lieber weg, weil wir haben kein Portal mehr. Ah, ich bin tot. Okay. Einmal gucken meine Augen in die falsche Richtung. Oh, das ist einfach ein riesiger Schwarm. Ah ne, Eddie lebt noch. Renn, Eddie. Such ein Portal. Ja, nun. Ah, sie haut ab. Ja, jetzt ist sie wieder voll, aber... Ja, sie ist wieder voll. Shoot. Ach, das ist doch blöd. Kannst du es wiederholen? Ja, ich weiß. Ach. Vielleicht heile ich mich erstmal, damit ich nicht sofort dabei drauf... Nachdem du dich geheilt hast. Das ist dir also das Wichtigste. Ja, haben wir ein bisschen unterschätzt vielleicht. Aber die ist ja auch ganz schön nasty mit ihren ganzen Summons da. Hm. Vielleicht sollte man die doch ignorieren und schnell sie platt machen, weil das ist echt eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit da, die Schmetterlinge da von ihr. Vielleicht gibt es doch eine Maximalanzahl. Danach kann sie keine neuen mehr spawnen. Ah, da bist du ja, mein edler Freund Blatmon. Dank. Ich werde ein köstliches Rehblut essen. Oh, ich kann ich da mal irgendwas snacken gehen? Eddie ist auch gleich tot. Brech ab und halte ich doch wieder. Was? Eddie ist tot? Wieso bin ich denn tot? Nee. Du hast kein Blut mehr, oder? Ich habe auch kein Blut mehr. Ich brauche mal hier irgendwie ein Reh, irgendwas ich auch essen kann. Oder irgendwas. Ich bin zu stark, leider. Ich töte das Reh direkt beim ersten. Nimm doch das Herz vom Weh. Stimmt, ich habe auch diese. Das kann ich essen. Naja, gut. Also das Heilen. Könnte ein bisschen schneller. Wir haben auch gehen. Die Salben und so müssen wir ein bisschen mehr nutzen. Ne? Habt ihr welche? Nee, weil wir keine bauen. Aber wir haben extra so einen Rappen. Kanister in der Butze, den können wir benutzen, um die Ratten dort zu produzieren. Da aus denen können wir dann Heiltränke bauen. Das ist alles vorhanden. Ja, wir müssen eigentlich mit mehr Salben in den Krieg ziehen, das stimmt schon. So oft. Ja, wollen wir es mal probieren oder suchen wir uns erstmal ein Portal, um das rüsten? Jetzt, ich meine. Das ist der und. Ja, wir sind nicht gut ausgerüstet auf jeden Fall. Wir brauchen noch. Ich habe auch zumindest irgendwas zum Blut refreshen. Okay. Das ist ja zumindest keine große Garde, wo wir uns nicht kämpfen müssen. Das ist ganz gut.
relativ flott in dem Kampf. Aber ich habe bisher noch kein Portal entdeckt. Muss auf jeden Fall noch eins suchen. Ja, wir sind hier relativ weit weg. Ah, das eines. Ja. Ich schätze mal, wenn denn? Wir. Obwohl, waren wir da schon? Wenn wir weiter in den Norden gehen, kann ich mir vorstellen, stoßen wir auf ein Portal. Das ist ja der eine Weg in den Norden hoch. Genau, ich habe auch jetzt mal ein mögliches Ziel markiert. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, warte. Da ist sie schon. Sie hat mich entdeckt und will mich haben. Oh. Ja, hier, die hat mich, greift mich jetzt gerade an. Dann ja, wie ist sie weg? Alter, wissen wir, wie lange geht eigentlich denn? Ach, ich habe wieder gedrückt gehalten. Schade, hier ist keins. Wie weit bist du schon im Norden? Ey, wie kommt man denn an diese glitzernden Sachen da? Aber ist, wir können ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir da auch noch eifriges Eisen oder sowas. Ja, stimmt. Eisen. Wir eh schon da sind. Wegen Eisenreisen. So, ich markiere sie auf jeden Fall mal. Hier ist sie nämlich. Sie, zwei Sachen. Was ist das denn? Debuff oder was ist los? Au. Au. Oh, ihr könnt euch gerne prügeln, das ist. Ach, jetzt kommt der Bär hier will. Geh weg. Was ist das hier Feines? Das leuchtet so schön. So. Das ist Stein hier, oder? Ja. Hier ist eine Burg, eine feindliche. Eine feindliche Burg. Oh, da gibt's bestimmt mega Loot, oder? Ich fürchte das haben auch. Alle Totenköpfe als Level. Weit im Norden. Aber Portal hast du keins gefunden, ne? Wir müssen die Augen nach Eisen öffnen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie Eisen aussieht, ehrlich gesagt. Weiß. Vielleicht hier noch? Da war aber noch nicht zumindest. Es gibt nicht mehr viele Orte, wo ein Portal sein könnte. Also hier hast du überall geguckt, ja? Also laut Map ist hier alles aufgedeckt. So, der Map. Alles Stein oder Ende, kein Eisen. Oh, hier ist ein Diamant. Ich glaube, wir sind nicht zu weit im Norden, dass es Eisen geben könnte. Wahrscheinlich die Vorstufe zu dem Level, wo wir letztens waren. Was die normale Reihenfolge ist für das Spiel. Ach, hier ist das alles nur Stein hier oder was? Eisen gibt es mittig in einer großen Mine. In einer großen Mine, mittig in einer großen Mine. Das klingt eigentlich ganz. Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Plan? Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen willenlos gerade. Ja? Also der. Willenlos. Der Plan war ja die Alte da. Ja, da bin ich. Ich bin auch noch da mit dem Plan. Also, wenn ihr. Sehr geil. Ich hab einen sehr guten. Vorbereitung wäre ganz gut, aber. Ich müsste mal meine Klamotten mal wieder. Meine Klamotten sind alle hinüber. Beim Portal hier bauen. Leder, Kupferbahn. Kann mich reparieren. Das ist nicht schlimm. So, jetzt angel ich. Also, ja, genau. So, in der Mitte gibt es irgendwie eine Mine, wurde mir gesagt. Hier irgendwo kann das ja sein, oder? Gehen, weil hier ist eh kein Portal. Alter, jetzt, während ich angel, werde ich von Wölfen angegriffen. Es ist wieder mal so typisch. Ein friedlicher Angler. Ob sie aus.
Haha, Eisenerre Fee Nummer 8. Das ist ein ganz lustiger Spruch eigentlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich einen Keks essen soll. Was hält dich davon ab? Das weiß ich auch nicht. Dann seid ihr wieder sauer, weil ich einen Keks esse und ihr keinen habt und so. Ah, oh ja, no, ja. The sun is rising. Gut, das müssen wir eh. Also seid ihr theoretisch bereit, es nochmal mit der alten Hexe da aufzunehmen, wenn der Tag uns erneut verlässt? Und naja, was ist denn jetzt besser als vorhin? Dass wir ein bisschen mehr wissen, worauf wir uns einlassen. Aber genau, dass wir ein bisschen mehr wissen, worauf wir uns einlassen. Aber reicht das? Das ist die Frage. Dass wir, wenn wir halt, also was wir halt machen müssen, ist, wenn sie einfach diese Schmetterlinge sammelt, dann gehen wir einfach alle auf die Schmetterlinge. Und wenn die weg sind, dann kann sie ja nichts mehr machen. Ich glaube, wir haben einfach allesamt die Schmetterlinge ignoriert. Nee, ich habe nur Schmetterlinge hauptsächlich angegriffen. Also es waren einfach so viele am Ende. Dann hat Nikola sie ignoriert. Ich wollte das auch sagen. Interessant, wie von wir alle auf Nikola. Ja, dann lass sie nochmal versuchen. Wir müssen halt immer gucken, dass wir, dass einer die Zeit hat, sich zu heilen, während die anderen angreifen. Das haben wir das letzte Mal ganz gut gemacht. Andere Seite des Sees. Was, also hier, oder was? Da? Pass auf, Leute. Ich zeig mal hier und ihr sagt mal so Norden. Norden ist oben, Osten ist rechts, Westen ist links, Süden ist... Und ich bin jetzt hier. Und ihr müsst sagen, Norden, Nord, Osten, Nord... Oh, ich brenne! wo war ich jetzt hier? Nordosten. Hier so. Was? Die Karte wird geschrieben. Das ist relativ präzise. Was redet er für wirres Zeug? Ja. Eisenmine. Such die Eisenmine. Ach, er redet mit seinem Chat. Nils, wir wissen manchmal nicht, ob mit wem du redest. Entschuldigung. Mich nicht entschuldigen. Übrigens, in diesem Außenposten gibt es auch Pferde, die dann reiten, wenn wir möchten. Wo, was? Wo? Ich will ein Pferd reiten. Norden im, so ein Armee-Außenposten. Da, ich hab markiert. Geht dann noch etwas krass, aber... Wenn wir das schaffen, gibt's Pferde. Yes, Mann. Ich liebe Pferde. So, wo seid aber ihr Aber es gibt hier echt keinen Teleporter. Vielleicht macht's Sinn, hier eine Basis oder so zu bauen. Macht es überhaupt Sinn, mehr so Echsen zu bauen, sozusagen? Nee. Oder eine nicht. Main möglichst hoch. Ich bin der Fan von Mainbase. Wir haben natürlich, das Ding ist, dadurch, dass wir ganz neu waren, wissen wir nicht, was gut ist, aber im Grunde, wir sind, guck mal, wir sind in einem Dreieck zwischen drei Portalen. Eigentlich ist das gar nicht schlecht. Ja, dauert halt ein Stück, bis wir da hinkommen. Immer was zu meckern, dieser Nikola. Ne? Ja, ich würde gerne meine Waffen reparieren, das wäre schon sehr fantastisch. Hey, guys. Hey. Da oder was? Das sieht ziemlich minig aus. Also ich hätte da, wir könnten immer noch auch, also gut, das machen wir später. Ich bin dafür, wir gehen nochmal rein da. Zu der, wenn der Tag uns verlässt, dann sollten wir nochmal da rein, ran an die Bulette. Was haltet ihr da? Gut auffüllen. Habt ihr gute Ultimates? Edgehog. Ja, also ich hab... Let's charge. Was heißt gute Ultimates? Ich hab... Leichenexplosion, Chaos Salve. Ach, den gnadenlosen Angriff habe ich ja gar nicht. Den habe ich voll vergessen, dass ich den noch habe. Der beste, den wir jetzt aktuell haben. Ja, der einzige. Genau, deswegen. So, ich bin dafür, dass wir jetzt nochmal reingehen dazu, der Dame. Euer Blut aufgefüllt, dass ihr nicht mitten im Kampf werdet. Ja. Okay, dann. Let's go. Let's go. Let's go, Power Rangers. Wo ist sie denn? Ist nach links gegangen, oder? Gehen wir richtig? Im Norden, ja. Da oben ist sie. Da ist sie, okay. Teilen wir uns wieder auf. Drei Seiten. Von drei Seiten Angriff. Yeah. Guck mal, was wir hier schon weggeballert haben. Ja. Schmetterlingsattacke. Wollen wir sie wegtreiben oder wollen wir sie lieber auf Wo ist sie da? Ultimate! Soll ich sie erwischen?
unsichtbar. Die sich alle immer beamen müssen. Halt mal, ey, wie könnt ihr denn da? Schmetterling, ich nehme den hier. Rutsch, da sind noch zwei Schmetterlinge. Am Kühlen darf ich angreifen. Fünf Schmetterlinge sind hinüber. Hätte dann, dass wir sie nicht angreifen können, während sie leuchtet. Dann macht sie uns auch Schaden. Ach, das geht aber. Hat ihr eure Aldi-Mails schon gemacht? Nee. Mann, jetzt am Anfang. Nein, ja. Wieder nicht links getroffen, ey. Oh ja. Oh Mann, die beamt sich halt immer weg, die Alte. Jetzt nicht angreifen, würde ich auch schaden, die Leute. Ja, die haben noch eure Aldi-Mates, ne? Ich kann sie wieder. Heilt euch rechtzeitig. Ja. Diese Homing-Angriffe von den Schmetterlingen. Itzy heißt das Ding. Sieht aber so süß. Das sind keine Schmetterlinge. Wenn es eine Pixie ist, dann ist das eine Fee. Ah, stimmt. Was ist sie noch? Oh, wo ist sie? Ja. Dann könnt ihr mich vorher noch holen. Du bist tot? Du? Ja, ich komm zu dir. Dann musst du aber mehr maulen. Du machst das so schön. Oh oh. Danke. Okay. Jedes Mal ist nicht falsch. Oh, Alter. Ja, ja, ja. Euer Ultimate noch, wenn ihr könnt. Shit, jetzt haben wir richtig viel gesehen. Jetzt auf sie drauf, jetzt scheißt auf die Viecher, jetzt müssen wir sie finishen. Der hat nicht mehr viel. Sehr schön. Oh nein. Wir können sie gleich feeden. Wir können sie gleich feeden. Ah, ich bin wieder down. Warte, ich muss mich heilen. Ja, das ist aber auch fast down. Jetzt ist sie down. Warte, heil erst den Nikola. Ach so, er ist zu spät. Warte, ich mach's. Ich mach's. Wo bist du, Nikola? Ja, dann hol dir auch die Fähigkeit. Naja, geht doch, dauert doch immer. Och, Nils, ey. Alter, die lebt doch noch, oder nicht? Okay, es hat aber, glaube ich, also glaub, ich habe es trotzdem gekriegt. Okay. Echt? Hast du es auch gekriegt? Ich habe nichts gekriegt, toll. Nein, ich meine Nikola. Was haben wir bekommen, ist die Frage. Ja, du müsstest rechts, müsste jetzt New aufblinken. Ja, aber was ist davon neu? Hier, Spectral Wolf ist neu, oder? In Illusion? Illusion... Ja, der ist neu. Spektralwolf? Ich glaube, der ist neu. Ja. Der ist neu. Cool, danke schön. Und du hast. Ich wollte doch nicht alle an. Okay. Das ist für dein Gemegger. Und das auch. Hast du mich gerade mit irgendwas beschossen? Hier. Da. Was macht das jetzt eigentlich, Wolf? Hörst du auf zu meckern? Sonst gibt's das. Ah, jetzt können wir die Wölfe. Nee, jetzt können wir die Wölfe rausschicken. Keine Feen. Okay, aber es scheint trotzdem funktioniert zu haben, auch wenn wir sie nicht gesaugt haben, keine Ahnung. Blutgruppe Schurke, keine Ahnung. Achso, ja, wir brauchen jetzt mal schön irgendwie. Wir haben ein Untainted Heart, das ist gut, damit können wir. Das ist wichtig, das brauchen wir zum Freischalten von Shit. Ja. Aber nach Hause, wa? Mhm. Aber ich ärgere mich auch, dass wir so weit sind und kein. Im Norden hast du gesagt, da geht's nicht weiter, da findest du kein Portal. Da kommt gleich dann diese Militärausposten und da kommen wir nicht vorbei. Lol. Okay. Das wieso hab ich jetzt einen Strohhut? Cool. Ich hab geangelt.
Und jetzt habe ich einen Strohhut. Ach, echt? Das ist ja geil. Aber warum? Nee, der ist voll scheiße. Wollen wir denn durch das Portal gehen, und dann nach Hause? Wo ist denn mein anderer Hut? Der ist ja viel schlechter, der Strohhut. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich einen Strohhut? Wieso werde ich fürs Angeln bestraft? Ja, aber... Ja, wie geht schon mal los? Der Angler in der Gruppe. So, mach ich das jetzt richtig? Ja. Und dann da gleich den Weg lang einfach, okay. Da und Angeln befahrt auf Strohhut. Nee, Moment, ihr habt noch gar keinen Helm, oder? Habt ihr einen Helm? Nee. Ah, okay. Das ist einfach nur Kopfbedeckung, die macht keinen Unterschied. Das die sieht einfach nur aus. Die sieht einfach nur nice aus, verstehe. Na toll, dann bist du wieder der Stylische der Gruppe. Toll, du bist. I'm the stylish one. Schönes Eisen. Das ist leider Kupfer. Also, ihr wollt von da jetzt nach Hause laufen? Nee, zum Portal wollte ich. Ich hab das so extra markiert. Ja, noch 200 Meter. Ja. Ist das nicht so weit? Naja, gut. Eisen, Eisen. Oh, der Bär schläft. Und dann habe ich einen heißen Tipp bekommen, wo hier eine Eisenmine ist. Wenn ihr Lust habt, können wir eine kleine Eisenminen-Expedition wagen. Was haltet ihr davon? Seid ihr daran interessiert? Yes. Immer. So, wir laufen hier schön querfeldein. Manchmal zahlt sich das aus, manchmal nicht. Wie viel noch? Was hast du so im Leben in Navigation geskillt, Nicola? Tja, frage ich mich auch oft. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis und finde nichts. Ich habe mal tatsächlich eine App entwickelt, die viel auch mit Navigation zu tun hatte. So viel mit hier GPS-Daten und so. Ah, das war ganz cool. Für das Münchner Philharmonieorchester. Ach was, echt? Mhm. Und wurde die benutzt? Naja, es gab da so ein Event, wo es dann benutzt wurde. Damit wurde dann so ein Orchester gemacht, auch das Handy wurde dann das quasi so hören konntest, als würdest du quasi im Orchester gerade drinstehen. Ah, okay. Und von GPS-Daten weiß man dann quasi die App, wo sie welche Soundfalt abspielen soll. Ah. Und das hast du einfach so entwickelt? Nee, es war eine Auftragsarbeit während meines Studiums. Das ist cool. Verdienen. Muss man da. Vor allem in München muss man da ein bisschen was dazu verdienen. Warte mal, sind wir. Ja. Wir sind falsch, oder? Wir müssen mal zurück und nach oben, ja. Warum machst du alles falsch? Wie gesagt, Navigation. Seitdem meide ich alles, was mit GPS zu tun hat. Wir sind etwas falsch gelaufen. Seid ihr schon ins Portal rein oder nicht? Ja. Ist jetzt gleich bei der Burg. Schlossburg. Burgschloss. Gibt's auch einen Schlosskram? Das ist richtig. Mal ganz kurz. Ey, ich sehe gerade, Fabani, das hast du vor einer Stunde verschenkt. Bist du noch da? Vielen Dank. Was hast du gemacht? Wieso hört man ihn denn jetzt im Echo? Was, mich? Ja, du hast irgendwas gemacht. Ja, ich wollte mich muten, weil ich was in meinem Chat sagen wollte. Und jetzt habe ich aber aus Versehen... Ich disconnecte uns mal aus. Nein, ist jetzt egal. Ich habe dir schon gesagt, was ich sagen wollte. Ich wollte euch noch nicht nerven. Okay, dann... Kann man hier angeln? Schmeiß ich mal meine Klunkersteine wieder rein. Nee, man kann echt nur ganz selten angeln. Das ist echt ein bisschen... Schade. Hier kannst du dich muten. Hier auf den Mikrofon klicken. Was ist denn das für eine seltsame... Hallo? So. So, bitte, Vladimir hat einen Totenkopf jetzt bei mir. Weil das so krass ist. Ach so, weil so krass ist, verstehe. So, Steinklunker. Brauche ich noch zum 42, heieiei. Leder. Leder und Stoff. Oder einfach alle Kisten aufmachen und unten die Tasse drücken, oder? Achso, ihr wollt reparieren. Ah.
Alles schön einsortieren, Leute. Das ist ein Teamspiel. Natürlich. Sortier mal alles ein. Das ist mir sehr wichtig. Sag mal, hat irgendwer den Grabstaub irgendwo geparkt oder benutzt? Ja, hier rechts bei Dusts in dem Regal. Ach, da! Super. Ach, das Regal gibt's ja auch. Oho! Ja, was denkt ihr von mir? Ich weiß nicht, nur das Beste in aller Regel. So, dann schmeißen wir hier nochmal schön Knochen. Immer mal wieder in die Knochen. Was? Ich hab nur so. Ich hab nur 80 Knochen. Ich hab mehr. So, und dann. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Warte, ich das andere Ding denn gebaut? Die Blumenkiste ist voll. Das kann aber nicht sein. Tja, es war lange kein Valentinstag mehr. Magnus schlurft hier immer so ziellos durch die Gegend. Komm endlich mal in die. Zu den. Rein. Oder was brauchen die? Ratten? Fiber und Knochen, okay. Also dieses Untainted Heart, das lässt wirklich auf sich warten. Das tut mir in der Seele weh. Das tut mir in der Seele weh. Das wollte ich gar nicht. Wo wollte ich denn nochmal hin? Bin ich da? Ach, da, genau. Magnus schlurft. Was hat Markus denn? Hat der irgendwas? Verfolgungsgeschick? Man kann den jagen lassen, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Kann man dem Aufträge geben? Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Wir brauchen diesen Thron. Oh, das ist die nächste Quest. So. Auf dem Friedhof. Haben wir richtig noch viel Eis. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben ja hier einen kleinen Friedhof gebaut, wo die Skelette auch schon warten. Allerdings erscheinen die auch nur, wenn man da die Gräber füttert mit Blutrosen. Ich habe rund 50. Brauchst du welche? Ne, du musst die hier in die Gräber machen, damit wir Knochen dafür kriegen. Ich meine, nicht alle Bluthosen gleich rein. Aber was war das denn nochmal? Ah, Forschungsstation, genau. So, hier, ich geilen Scheiß. Forschung. Was noch? Das war's schon. Ach so, geil. Wo sind die Bücher? Da, oder? Hier links im Regal. Book and Papers. Soll ich mal mit dem Papier eine zufällige Technologie freischalten? Immer, ja, immer machen, immer machen. The sun is rising. Mann. Gefrorene Augen? Ich hab das geschrieben, dass wir Alchemie machen sollen für Potions. Ja. Haben wir da schon irgendwas? Nee. Hier haben wir schon. I'll be back. Nein. Ja, nee, da ist die Salbe, genau. Was gibt's denn noch für. Ich weiß es nicht. Garlic Resistance, oh ja, das klingt neuer, gut. Ach so, neuer Ring. So, okay. Mal kurz gucken, wo war der hier? Wir brauchen Eisen. Mhm. Ja. Da, deswegen können wir gleich in die Eisenmine aufbrechen. Okay, aber der ist. Gleiche Kategorie. Ja, okay, das ist nicht so viel besser. Der Ingame-Sound ist verzerrt, höre ich gerade. Wie meint ihr das? Ich weiß nicht, was ihr meint. Der Ingame-Sound ist verzerrt. Wie meint ihr das? Bloß raus mit der Sprache. Schmeißen wir nochmal hier ein bisschen was rein. Achso, das ist doppelt. Ja, das kommt nochmal. Hast du das zu verantworten, lieber? Kann ich den leiser machen, Eddie? Ist das okay für dich? Was ist das denn? Wie leiser? Bei dir, auf deinen Kopfhörern etwas leiser machen, den Sound von Ingame. Mein Ingame-Sound auf den Kopfhörern leiser machen. Sortieren wir das hier wieder ein. Ja, mach mal. Dann hört man das nicht so sehr im Stream. Aber wieso sollte man das im Stream hören? Weil der Ingame-Sound aktuell auf deinen Desktop-Sound übertragen wird. Damit du ihn hören kannst. Aber warum ist das alles so kompliziert bei mir? Weil du kein Mischpult hast.
Ja, aber ich hab dir doch schon mal gesagt, du sollst mir sagen, was ich mir kaufen soll, dann kaufe ich es mir. Ja, Katze wird man machen. Wenn du das Problem nicht mehr haben willst, dann... Ich check das einfach nicht. Rührt auch dein Mikrofon an, wohl. Nee, das geht auch nicht. Oh, wir haben da ein bisschen was. Die können wir da gleich reinschmeißen. Ja, das können wir uns mal annehmen, das Problem. Essen und Trinken, Leder und Stoffe. Essen leise kann gar nicht sein. Haben wir gar nicht leise gemacht. Du musst mir einfach nur sagen, was ich machen soll, ich mach's. Aber du musst sagen. Ja, wirklich. Also, hast du schon mal über die Möglichkeiten nachgedacht, die dir das bietet, Nikola? Ich nutze sowas nicht aus, tut mir leid. Ah, nee, nee, das wollte ich nicht. Warte, jetzt habe ich noch. Genau, das kommt in. Da, da. Ja, das. Sind wir wirklich leiser geworden? Verrückt. Das vergesse ich immer die Hälfte. Ah, da ist kein Platz mehr. Nein! Oh, warum? Warum habe ich das nicht? Noch ein Voice Gate auf die Ausgabe legen. Ach, das ist alles nicht so richtig geil. Ach was, ich hab sogar noch so eine Frage gehabt, ich trottel. Ja. So, Schriftrolle. Rüber, zack. Und die beiden Sachen hier. Unsere Steinkiste ist hier schon wieder. Aber das können wir ja. Das kriegen wir ja sicherlich hin. Warte, Mühle. Und dann packen wir hier das noch in den Schmelzofen und Schwefel ist da jetzt einfach noch mit drin. So, ich glaube, wir können so langsam mal wieder unseren Auftrag. Was ist denn unser Auge Auftrag? Ja, wir wollten zur Eisenmine. Diese befindet sich ungefähr hier so. Und da würden wir, ja, können wir zu Fuß, da ist auch kein Portal in der Nähe, können wir auch zu Fuß gehen. Oh. Würde ich sagen. Also wenn ihr Lust habt, dann können wir meinetwegen los. Ich bin noch nicht ready. Aber markier schon mal einen neuen Boss auch dann. Vielleicht ist der in der Nähe, dann kann man den auch gleich legen. Das ist ein guter Gedanke. Okay, Chat, ist es besser bei Eddie mit dem Ton? Welchen wollen wir denn nehmen? Einfach den nächsten, next in line. Also ich habe zum Beispiel hier die faulige, also diese Knappe da habe ich noch nicht. Ja, die kann man glaube ich nicht auswählen, die kann man nur finden. Dann Nikolaus wäre das. Studierzimmer. Ah. Ja, dann halt Nikolaus. Ja. Yo. Auch noch. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid, oder? Ja, ich sag Bescheid. Und dann würde ich jetzt hier noch ein bisschen kurz umbauen. Mach ruhig, ich brauche noch ein bisschen. Und dann kommt woanders. Da und erstmal. Da. Dann machen wir. So, noch ein bisschen Plant Fiber haben wir genug. Ach, jetzt habe ich natürlich. Dass man nicht aus den Kisten. Das macht mich. Das ist das Nervigste, dass man nicht aus den Kisten bauen kann. Was brauche ich denn überhaupt? Ja, ne? Das ist super nervig. Das macht einfach. Das ist echt künstliches Zeitstrecken. So, Steine. Das Holz ganz hinten natürlich wieder. So, dann baue ich den Schniesel hier noch kurz um. So. B, dann kommt das hier. Hä? War hier nicht eben noch eine Tür? Oh, ich habe da ein Fenster gebaut statt eine Tür. Hier hast du die Tür zugebaut. Was geschieht hier, Nils? Was denn? Was du kannst doch nicht die Tannery, du hast die Tannery hier vor die Tür gebaut. Ja, weil ich kurz umbauen muss und dafür muss ich das einmal versetzen.
brauche ich jetzt hier Schneiderböden. So, habe ich jetzt einen Schneiderboden? Haben wir einen Schneiderboden? Schlossboden, Werkstatt, Schmiede, Alchemie haben wir noch nicht, schade. Aber das kann man dann ja hier irgendwann machen. So, dann machen wir das mal so, dass... Du passt ja eigentlich auch hier ganz gut rein. Mein Freund, meine freundliche Kiste. Ah ne, darf ich nicht. Schade. Weil ich hier erfinde, das ist thematisch. Das ist das Problem. Natürlich elendig hässlich mit einem Raum. Das kann jetzt Not auch da mit rein, ist ja egal. Aber das hätte ich gerne weiter hier. Dann kann die Kiste doch wunderbar hier hin. So, ist wieder okay. So ist doch okay. So. Gut, da kann da irgendwann der Schneiderboden rein, wenn wir den Schneiderboden erfunden haben. Ach, wisst ihr was, Freunde? Hat da ja, jemand sich um die Skelette gekümmert eigentlich? Ja, oder wie war das? Ja, wieso? Nee, weil ich das fiel mir gerade ein, das ist eigentlich ganz geil, dass wir die ja auch noch haben. Ja, auf jeden Fall. Ihr werdet euch auch gleich freuen, wenn ich euch gleich was gebe. Ich freue mich immer, wenn du mir was gibst. Ich kann es kaum erwarten. Oh. Oh. Was kostet das? Oh ja, herrlich, das mache ich doch. Warum sammle ich immer so viel, wenn ich das nicht nutze? Oh, herrlich. So. Freunde. Nein. Echte Freunde. Die. Ja. Weiß ich nicht, was machen die? Keine stehen Ahnung. Zusammen, ne? Die spielen zusammen Computerspiele. Spielen zusammen. Echte Freunde spielen zusammen Computerspiele. So. Hier ja, einmal so für dich, Nils. Ach, das ist ja herrlich. Ach, das hast du gut gemacht. Und hier für dich, Sabine. Sabine. Hat mir ein Gag schon, dass er sich auch Sargbiene nennen könnte? So, hier noch eins für dich, Nils. Oh, herrlich. Die Dinge sind jetzt drei, das sind nicht alle für mich, ne? Hey, die sind für, warte, dann hier. Zack. Hä, hey, wieso wirft denn jemand da hin, Alter, der Dann mach einmal mit mittlerer Maustaste so. Oder so kannst hier, du hier, das einmal, ist für dich, Nils. Das nehme ich gerne. Stark. Und das hier ist für dich, Sabine. Sabine. Ein bisschen Notfallsalbe für den heiklen Kampf. So. Von mir aus können wir jetzt aufbrechen. Jetzt. Okay. Ja, wenn du ready bist, dann ich bin ready. Ich habe leider nicht mehr so viel Blut, aber dann meinetwegen. Seid ihr soweit? Yes, sir. Okay. Hast du auch einen Typen ausgewählt? Ja, ne? Ja, habe ich. Warte, ich wähle den auch noch aus, dann sehe ich auch das Blut. Wo ist denn das Ding jetzt? Muss man hier jedes Jahr mal neu suchen. Research Desk? Nikolaus heißt der Mann. Ja, warum nee, ich meine, ich finde den... Ah, hier, Blattalter. So, Nikolaus hast du ausgewählt. Nikolaus the Fallen, Track Blood, okay. Dann, let's göse. Wo gehen wir hin? Achso, zur Eisenmine, ne? Zur Eisenmine. Ich habe sie bereits markiert. Sie ist mit einem roten X für alle deutlich. Ja, ich habe ziemlich viele rote Xe mittlerweile. Ja, aber du, es ist eines dieser roten Xe, wo man sich fragt, wer hat denn da ein rotes X? Da im Norden oder was? Ja, Nord. Okay.
Nordwesten. Oh, da ist ja ein Portal. Das andere ist, da könnten wir doch einfach. Naja, egal. Ja, also das Ding ist, wir müssen erst zu dem anderen Portal und dann ist es der Geschwindigkeitsgewinn auch nicht mehr so riesig. Ey, ey! Wer wagt es mir, einfach einen Pfeil in den Rücken zu jagen? Das ist ja einfach total ungerecht. Ah, ich werde von einem Hund verfolgt! So ein Dicker! Dabei bin ich ein Wolf. Ich teste den Pfad schon mal aus, ja? Alter, wie ich einfach in Brand gesteckt wurde. Das ist nicht dein Ernst. Okay, hier entlang. Hier liegt wieder was? Nee. So, dem Pfad folgen und dann müsste das ja eigentlich gleich irgendwie da hinkommen. Durch gefährliches Gebiet führt der Pfad. Lass mich eben schauen, wie komme ich da jetzt am besten hin? Komme ich hier hoch? Nee, wir müssen. Oh, ich glaube, wir müssen ganz außen rum tatsächlich. Es könnte sein, dass es gefährlich wird. Gefährlich ist mein zweiter Name. Ich dachte, es ist Cedric. Nee. Ist Cedric. Ich habe das Gefühl, ich habe den Gag schon ein, zwei Mal gemacht. Aber ist ja nicht schlimm. Die meisten Leute erinnern sich da nicht so dran. Oh, ist, hier ist das wieder. Das versendet sich. Ich kann nicht an Edelstein vorbeigehen, weil irgendwann kommt der Tag. Dann baust du dir den Infinity Gauntlet. Da werdet ihr sagen, oh Nils, vielen Dank, dass du alle Edelsteine gesammelt hast. Ich bin dir zu ewigem Dank verpflichtet. Oh, was ist das? Ach, Quarz. Hier ist auch noch Quarz. Das ist doch jetzt Quarz. Ich laufe aber dran vorbei. Da kommt so oh, hier Eisen, geil. Ja, hast du? Ja, nimm. Ich hab hier was gefunden. Oh Gott, heimgesuchte Eisenmine. Oh Gott, Meredith ist hier. Wer ist das? Ist die hart? Ich hab den Zustand nicht jetzt abgefragt, aber sie sagt, so seid ihr denn? Ich brauche euch. Wer bist du denn? Nee, das ist Etienne, oder? Ich möchte bitte sofort, ich benötige Hilfe. Alleine kann man das nicht schaffen. Wir müssen zusammenhalten. Die echte Freunde. Echte Freunde. Und jetzt kommt wieder der die halten große, zusammen. Ja. Echte Freunde sind nie allein. Ich bin schon wieder einen dummen Weg gegangen, aber vielleicht komme ich trotzdem zu euch. Was will er denn jetzt hier eigentlich? Ist mir sehr unsympathisch. Nikola, wir machen den zu zweit. Ah, oh, fertig, wollte ich gerade sagen. Ich mache ihn alleine fertig. Nein, lebt's noch. Auch. Ich muss ihn austrinken, weil ich brauche frisches Blut. Oh. Oh nein, Nikola, du lockst die anderen mit dazu. Vorsicht. Oh, das sind auch welche. Oh Gott. Aha, für wen hältst du dich? Trinkbar, erst trinkbar. Hilf mir mal, der andere will mich ärgern. Sollen wir Quarz auch einsammeln? Ja, ne? Ja, ja. Oh. Au, oh, was ist das? Warst du das? Nee, das ist der Typ, dem Jones-Tibi, Feuer-Tibi, irgendwas. Das ist Longbow. Der schießt. Oh, ich muss mal dringend meine Blutheilung. Nein, warte, ich will das gar nicht. Ich habe ja viel besser, ich kann das Blut ja behalten. Und er ist dieses leckere Rattengezücht. Wo ist die Eisenmine? Ja, hier, direkt vor uns. Wir müssen, da ist nur Meredith und passt gut auf. Oh, na gut. Ach du Scheiße, was passiert hier? Vincent the fucking Frostbringer greift mich hier an. Nein, Vincent. Wir warten hier voller Sehnsucht auf dich. Völlig aus dem Nichts kommt hier irgendwo. Hier kommt schon wieder der nächste Milizzenker. Die Eisenmine ist gut bewacht, kann es sein? Ja. Kommst du von der anderen Seite oder was?
Ja, ich bin einmal komplett drumherum gelaufen. Ihr etwa nicht? Ja, siehst du. Nicola! Ja. Nicola! Oh, wie ich ihn geil weggenudelt hab. Au, er will mich nochmal ärgern. Lot mehr. Dann willst du ihn nähren? Willst du dich nähren? Ich will. Kann er schon. Da hab ich mal abgestaubt. Was? Ja, das ist. Versetzt mich nicht in Gram. Ich freue mich. Oh, warte mal. Was habe ich denn da gerade aufgesammelt? Hast du einen Crossbow noch? Hä? Wird gerade bei mir ein Crossbow angezeigt. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ich hab den nicht. Ich auch nicht. Hä? Gerade. Na gut. Das ist ja weird. Ich hab den auch gesehen. Ja, jetzt nicht mehr. Nee, die Sonne. Okay, das ist strange. Ja, wollen wir da trotzdem reingehen? Ja, natürlich. Ach nee, warte, das war das Buch. Das war ein Buch. Gnadenlose Eisenarmbrust. Okay, das haben wir schon. Weil jetzt haben wir jetzt schon zwei Dicke weggemacht, oder? Also lass uns mal jetzt in die Mine rein, oder? Ja. Dafür sind wir doch extra hier hingelaufen. Eben. Das war auch mein Gefühl. Achtung, da ist schon wieder einer. The Traveling Trader. Trader? Du hättest auch. Ihr habt immer eure Audimates, ne? Nicht vergessen. Ja, die refreshen nur alle zwei Minuten. Das dauert halt. Ja, ich meine. Ich bin tot. Der macht ordentlich Schaden. Du bist tot? Oh, okay. Ich hol dich. Aber Nicola, machst du ja eigentlich mit Absicht keine geileren Sachen so manchmal? Ja, ich frag mich das auch, warum du einfach keine besseren Sachen baust. Okay, jetzt bin ich fast auch tot wegen ihm. Warum suchst du Deckung bei mir, Nils? Weil du so schön Deckungsschatten. Das ist ja wirklich. Also, das glaube ich ja gerade nicht. Aber ich hab mir gedacht, dass heute die Chance ist, einer überlebt. Ich rette dir, jetzt bin ich tot. Alter, stellst du dich genau zwischen Sabine und mich und erschießt uns beide, ey. Es ist unglaublich. Ja, ich lass dich ungern allein, weil wir so gute Freunde sind. Nee. Jetzt mal keinen blöden Spruch. Einfach mal Reue zeigen jetzt hier. Oh, der. Au. Oh. Kommst du uns retten? Ja, ich versuche alles, was ich. Wo ist der Respawn Point? Oh, der ist aber ordentlich weit weg. Stellt er sich genau auf uns beide. Oh, okay, ich bin auch tot. Warum? Dein Ernst? Nice. Warte. Aber ey, ich habe mein Ultimate gezündet und bin an meinem eigenen Ultimate gestorben. Scheiße. Weil ich glaube ich zu gut war. Bist du wirklich tot? Ja. Dann müssen wir alle spawnen jetzt. Oh Gott. Okay. Ich wurde halt. Er war ein bisschen stärker als gedacht. Zum Respawn. Der Tagesanbruch hat uns aber auch einiges gekostet. An Freude, an Lebensfreude. Das ist meine Meinung. Was sagt ihr dazu? ich respawne. Und zwar, ja, aber warum denn? Ihr müsst nicht in der Burg respawnen, ihr könnt auch am Portal spawnen. Ja, am Papierdurchgangstor, genau. Da noch mal solche Barrieren. Sabine. Sabine. Ja, ich komme gleich. Was machst du denn die ganze Zeit, Sabine? Reparieren. Es liegt leider keine Placken und Eisen. Akrischbar. Was ist da los, Sabine? Der Tag ist bald vorbei. Dann können wir in voller Pracht angreifen. Gott, ich muss auch die ganze. Der Wolf attackiert das arme Reh. Das arme Reh sagt nee. Wie fandet ihr diesen Reim? Super gut. Schon sehr stark. Ich bin ein Vampirpoet. Das auf jeden Fall. So, wo ist jetzt mein Vampirenleichnam hin? Achso, deine fallen gelassen wollte. Achso, da steht da ja sogar. Dass es meine ist.
Jemand spielt die Laute so herzlich und schön. Hört ihr das? Ich hätte jetzt deine Leiche looten können, Nils. Ja, okay. Willst du jetzt Credits dafür, dass du nicht meine Leiche gelootet hast? Na, ich wollte es nur mal sagen. Hat es dich so viel Überwindung gekostet? Na, ein bisschen. Ich komme wieder. Nikola. Hier ist ein Haus. Seht ihr das? Ich, ja, ich sehe es. So. Knoblauch! Hilfe! Die Vampir, die hat mich gesehen und hat gesagt, God save us. Und dann, das war, jetzt habe ich einen Vampir, einen Knoblauch-Malus. Gott, oh Gott. Also wir müssen da in den Süden, um zu dieser Mine zu kommen, ne? Ja, genau, wir müssen da einfach, ich war schon beim Eingang. Und da war diese Meredith. Meredith! Ist das ein gutes Herz? Ah ne, das ist, das ist ja gar nicht mein Container. Sag mal, Nikola, du bist halt auch recht weit weg gespawnt, ja. Dann auch, ne? Ja, natürlich. Eddie macht hier schon wieder ein bisschen auf. Ich eile zum nächsten Portal und dann bin ich sofort bei euch. Mein Gefühl ist, du könntest etwas Hilfe benötigen. Jetzt meine Handschuhe ist kaputt. Kann ich die reparieren? So. Dieses Reparieren. Überhaupt nicht. Ich hab mir auch gerade, ich nehme mal lieber mehr Sachen zum Reparieren mit. Wenn was kaputt geht, kann ich dann gleich reparieren vor Ort. Ja. Check mal, darfst du natürlich, musst du dein Loot natürlich auch retten dann, ne? Das ist sehr richtig. Ich weiß. Skelettarmbrust! Okay. Immer hier in das Haus rein. Ey, du denkst an den Knoblauch, Eddie, ne? Was ich dir gerade gesagt habe. Ich glaube, das ist ein anderes Haus, oder? Ja, okay. Ich will nur nicht, dass du stirbst. Da war Eisen in der Schatzkiste. Ich bin ein großer Fan von Eisen. Ich bin so ein großer Fan von Eisen. Meine Freundin nennt mich Prinz Eisenerz. Ja. Man muss auch mal einen liegen lassen, ne? Warum? Nein! Ich bin fast tot. Oh, was sind denn hier? Sind so weiße Ladies. Habt ihr die schon gesehen? Die machen irgendeinen Zaubertanz oder so. Weiße Ladies, alle. Ich bin tot. Oh ja, oha. Sabine, siehst du mich, Sabine? Ja. Ich bin da, wo es brennt. Ich kämpfe im Eingang der Mine alleine. Niemand ist hier, um mich zu unterstützen. Sind das für... Stört mich das? Militia Crossbow. Achtung, er kommt. Na, da ignorieren wir sie. Ich bin bereits in die Mine eingedrungen. Also niemand traut sich es. Ah, hier, das ist ja geil. Ich hab's einfach so drauf, Freunde. Ach nee, spiel doch mal mehr mit uns. Angriffsstufe zu niedrig, scheiße. Wieso kann ich denn keine... Wieso kann ich kein Eisen? Ist das überhaupt Eisen? Oder ist das hier? Was ist das hier? Nö, müsste Eisen sein. Was ist das? Könnt ihr das kloppen? Ach nee, ich weiß was. Ja, wir mussten den Speer nehmen. Ja, stimmt, das war's, ja. Ah. Weil der Speer war schon auf Eisen. Als ja, Speer. Das war der Clou. Oh oh. Irgendein Gegner ist hier, glaube ich, sehr sauer, dass wir sein Eisen klauen. Ja, irgendwas aber passiert hier, wir werden angegriffen. Boah, shit, das haut aber ganz schön rein, ey. Lass doch hier ins Boxhorn jagen. Das ist auch nur ein Mensch. So. Out of blood. Herrlich. Einiges, aber irgendwie ist das ganz verflucht hier. Sehr gut, Sabine. Oh. Au, au.
Auf, ist der hinter uns? Oder kommen welche mit einem goldenen Bogen? Mit einem goldenen Bogen? Oh ja, Meredith. Oh, Mensch, was mache ich denn? Weiter. Das ist ein Wieblatt. Oh. Ach du Scheiße, die kommt ja direkt auf mich zu. Nein, oh, jetzt geht sie auf mich. Ich muss mich verpissen, Leute. Alles wird gut. Meredith mit dem goldenen Bogen ist hinter mir her. Au, oh, wieso ist der denn noch nicht tot? Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte dir doch explizit gesagt, du sollst es jetzt nicht mehr erleben. Oh ja, das ist Ohr drin in den Kisten. Das ist ja praktisch. Boah. Oh Gott, da kommt noch mehr. Da durch? Okay. Guck dir das mal an, wie wir hier einfach langfegen. Wir sind wie die zwei Hände der Apokalypse. Hier, naja. Alter, hier ist richtig geil. Oh. Hier. Was willst du das? Ich kann nicht rein, weil Meredith den Eingang bewacht. Au. Ey, hör auf. Wen hältst du dich? Oh, hier, das ist der Schurkenbrunnen. Oh ja, den können wir nicht besiegen. Oh, das ist Eisenerz. Nikola, Eddie. Yes. Eddie hat jetzt einen anderen Eingang genommen, oder was? Nee, ich bin bei euch jetzt. Du warst doch gerade bei uns. Da musst du ja ausweichen wegen dem Wieblatt. Hörst du irgendwas, was ich sage, Nils? Ha? Alter. Was? Du hörst wirklich gar nichts, was ich sage, ne? Nee, du bist mega. Tatsächlich bist du gerade mega leise und dieses Hacken höre ich dich akustisch gar nicht. Kannst natürlich auch umstellen. Oh, da kommt jemand. Mander. Oh, wer ist er denn? Alter. Oh, der hat so, das ist der Commander, Freunde. Oh. Oha. Au, oh, der hat mich zu sich gerufen, dabei war ich noch gar nicht so weit. Undead Commander. Okay. Lieber abhauen. Die abhauen. Wir haben relativ viel Eisen auch schon gesammelt. Ich meine, den hauen wir jetzt nicht, glaube ich. Oh, da kommen noch Freunde. Wollen wir abhauen? Oh. Heiß. Scheiße, abhauen, Leute? Nee. Ja. Wisst ihr, was das für... Okay. Aber während des Rückzugs schmeiße ich noch einige angriffslustige Speere in seine Richtung. Oh Gott, hier kommt Meredith! Das ist Meredith! Müssen wir die vielleicht auch noch killen, Leute? Ja, jetzt nicht, aber irgendwann bestimmt. Aber das ist bestimmt so eine Freundin Wieblatt. Der Quest. Ja, Wieblatt ist das, auf jeden Fall. Ja, Alter. Also theoretisch könnten wir es... wollen wir es mit dir aufnehmen? Ich weiß nicht. Schwach. Nein, ich bin tot, Leute! Nein, why? Ich bin hinter euch. Ja, natürlich. Ihr müsst mich retten. Ihr müsst euch in die Mine schleichen. Das ist eine tolle Mission für euch. In die Mission. Ja. In die Mine schleichen und mich retten, bitte. Soll ich sie ablenken und du versuchst sie? Weil ich habe auch nicht mehr viel Leben, leider. Eilig, Alter. Wo bist du denn runter? Da ist übrigens super viel Eisen da, wo ich bin. Da sind richtig viele von diesen Klötzen. Sie kommen zurück zu dir. Oh. Schnell. Ich mach nein. Okay. Oh, komm, ich lauf hier hinterher, ich lenk sie ab. Oh, jetzt bist du down. Warte, ich vergiss mich kurz. Ich werde dich nicht vergessen, Nikola. Hat er dich gerettet? Warte, ja, hat mich gerettet. Hau du ab, ich hol dich. Aber okay. Ist hinter dir her. Ja, oh, ich lock sie. Ja, jetzt ist sie bei mir. Sie mag mich lieber als dich. Sie hält mich für die größere Bedrohung. Sie redet Französisch, offensichtlich. Oh Gott. Dann heißt sie wohl eher Meredith. Und dann das... Aua. Oh. Holst du den? Ich hol ihn. Verpiss dich. Toten Freund. Okay, er lebt. Vielen Dank. Ja, ey, guck mal, hier unten ist so viel Eisen. Ja, aber ich weiß nicht, wo wir lieber abhauen. Oh Gott, wo geht's hier überhaupt raus? Ich laufe immer weiter in den Tod hinein, ich Trottel. Das ist der Letzte. Dann hauen wir ab. So. Na gut. Out of Blood auch noch. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich habe auch kein Blatt dabei. Nein, sie kommt! Und ich habe kein Blut. Oh. Und Salbe. Okay, Hallo, Salbe? Ich muss. Nein! Die schießt auf mich. Muss ich das Drecksblut essen? Ach so, wir können nicht sterben wegen Out of Blood. Okay, ist gut. Dreckige Rattenblut. Schnell! Ich bin auch fast tot.
Oh, jetzt auch Skelette. Oh Gott. Können wir die Seiten nehmen? Bringt das irgendwas? Nee, bringt nix. Und ich bin hier ganz dumm in den Süden gelaufen. Ich weiß nicht, ob es hier einen Ausgang gibt. Ich glaube nicht. Ist noch in der Mine? Ja, ich bin falsch abgebogen. Jetzt bin ich tiefer in die Mine rein. Ja, es ist noch irgendwie irgendwas Blutiges. Ja, ja, ich habe jetzt wenigstens wieder Leben, aber... Hier, warte. Oder vielleicht auch noch. Nimm du lieber. Nimm. Okay. Ich hau jetzt ab, beziehungsweise... Ah, das noch mehr, okay. Ich meine, hier theoretisch... Ist hier irgendwas noch, oder kann ich hier noch ein bisschen mich umgucken? Theoretisch kann ich auch gierig sein. Ah, nee, da ist schwer. Nee, ich hau lieber ab. Wenn ich jetzt sterbe, war alles umsonst. Ich muss meine Lebensenergie darauf aufwenden. Wir müssen unbedingt einen Teleporter hier in der Nähe finden. Na komm, ja. Den nehmen wir noch mit. Ja, aber hier ist so einer, oder? Wo wir hergekommen sind? Ist da nicht nah genug dran? Ja. Stimmt eigentlich. Der ist nicht so weit weg, aber. Eisenerz, doch. Eisenerz. 40, oh Gott. Herrlich. Also, Meredith ist hier draußen. Uns war am Eingang gerade. So, ich glaube. Oh, sie betteln sich. Der richtige? Sie betteln sich mit anderen Kriegern. Das ist ja lustig. Echt? Ja. Können wir da eingreifen und sie jetzt. Du schiffst gerade wieder, Lady. Warum? Das kann schon wieder out of blood. Alter Schwede, wie schnell geht denn das weg, das Blut? Out of the blood. Oh, hier ist wieder alles voll. Es ist respawned. Ich kann einfach hier ran. Oh. Nee. So, Achtung, Ich will den trinken. Och, Nikola. Es sind noch Skelette, die kannst du nicht trinken. Achso, Gott. Ja, okay, dann hast du alles richtig gemacht. Ich nehme alles. Ich dachte, man kann alles. Oh, der untote Kommandant. Oh! Wir haben ein paar Dorfbewohner noch looten. Lauf ich so. Hier schon? Ich hoffe, ich laufe richtig. Ich bringe jetzt erstmal das Eisen nach Hause. Na gut, dann gehen wir erst heim. Da geht's nicht lang. Wo kriegt man denn die ganzen Herzen eigentlich immer her? Ich check das immer nicht. Oh, geil, ja. Meredith kämpft wirklich gegen die anderen. Banditen töten oder sowas, die verlieren alle Herzen, wenn sie tot sind. Wir brauchen also mehr menschliche von Gegner, Herzen. Ja. Oh, das war ein schöner Run. Das hat mir gut gefallen. Wollen wir eh gleich nochmal? Meredith! Ach schon, wir können ja ein Wolf sein. Wo ist denn jetzt dieser Teleporter? Also eine Ressource, die wirklich uns fehlt, sind diese reinen, wunderschönen Herzen, ne? Mhm. Unsullied Hearts. Davon brauchen wir noch ein bisschen. Aber die gibt es ja durch den Wii-Platz, deswegen. Ja, aber das ist halt das kostet ein, also wir brauchen drei von Wir können ja auch alte Wii-Platz übrigens killen, wir müssen nicht immer die neuen machen, ne? Also wir können ja auch farmen. Können wir die farmen? Wahrscheinlich auch nochmal? Ja, klar. Ja, klar. Oh, cool, okay. Ich brauche nämlich noch zwei alte, die ich noch nicht habe. Ach so. Den Holzfäller habe ich noch nicht und noch irgendwas. Können wir ja jetzt machen. Cool, cool, cool. Wir können dir auch theoretisch einfach mal ein besseres Equipment geben, damit du nicht so unnütz bist. Ich bin doch relativ weit oben mit euch jetzt, oder? Weiß gar nicht. Was hast du denn? Alles aus Kupfer, bisher zumindest. Ja, okay, das ist ja noch. Das Speer, mit dem ich halt. Die Klamotten? Auch habe ich inzwischen alles auf Nightstalker West. Ja, okay. Weißt du das? Nightstalker. Also, ich hab schon. Ja, nee. Was hast du denn für einen Rüstungswert? Also, Nightstalker Mercy 93. Yes. Hier, komm, lass das Lager hier kurz machen. Der Weg zurück ist gar nicht zu kurz. Ah, okay. Glück gehabt. Ach, ihr seid geteleportiert, ne? Hallo, Hund. Also du saugst. Ja. Wie so ein Herz kannst du auch sehen. Ja, nimm ruhig. Oh, nee. Oh no, the sun is shining again. Wir haben bei Herzen rum. Ja, diese Banditenlager sind eigentlich ganz gut, um, glaube ich, so normale Herzen zumindest zu farmen. Vielleicht mitkommen auch ja, jetzt gehe ich falsch. So. Oh, ich wusste, dass das passiert. Das hat mir nicht gefallen. Oh, da kann ich angeln. Das muss ich kurz machen. Okay. Gleich bin ich zu Hause. Dann schmeiße ich Eisen in Whetstone. Die Schmiede. Da. Oh, da ist sogar
noch ein dauerhaftes. Man kann echt wenig nur angeln. Edelstein-Rohstoff. Rohstoff vorkommen. So, Tür zu, damit die anderen nicht wieder reinkommen. Und dann mal schnell an die Schmelze ran. Sehr schön. 200 Eisen. Yeah. Was dauert das ewig? Boah. Das war knapp. Ich erschrecke mich immer so ein bisschen vor Magnus. Der stolziert hier durch. Hello, willst du ein Feed? Okay. Unsere Burg, niemand weiß warum. Oh, hier gab's gerade Subs. Baby. Magnus a la Playa. Oh, 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 oh. So, herrlich. Bix, herrlich. Vielen Dank für 5 verschenkte Subs. Subs. Dankeschön, mein Lieber. Ich esse jetzt einen Keks. Wenn du Subs kriegst, esse ich einen Keks. Oh, ihr könnt mich reich und Nils fett machen, ihr Leute. Ja. So, jetzt kommt erstmal das Eisen. Können wir hier direkt in die Dinge hier. Aber nimm mal nicht die ersten 3, weil die habe ich schon bestückt. Das dauert nicht so lange. Weißt du? Muss es an Salitat hin? Sonst kann man einfach einsortieren, oder? Nee. Das packt mal direkt hier in die. In der Alchemie. Hier, in die. Da. Was jetzt? Das Eisen? Nee, das an Salitat. So, ist leider nur 1. Ich habe auch noch ein Anzahlitat, 1, aber auch nur. Hey, das ist auch von den Banditen, kann das sein? Das brauchen wir, und denk dran, wir brauchen das für den Thron, damit wir in der Story weiterkommen, ne? Also im Idealfall nicht. Dann können wir eigentlich ein bisschen. Ah, Banditen gab es auch die ein paar Subs. Oh, vielen Dank, Bix. Vielen Dank für deine 5 Abos. Die gehen an Pretolian, ganz einfach Dave, Color Spray One, Mr. Gönjamin und Winterfrost. Und das Traurige ist, ich esse immer noch meinen Keks, Eddie. Was mit dir? Ja, jetzt ist nicht mehr special. Ja. So, Papier kommt hier hin. Ich sortiere brav alles ein. Wie? Ah ja, stimmt. Ach, wir können gleich mal das Iron Ore nehmen. Das kommt hier rein. Oh, Kekse sind echt gut. Wir müssen mal tatsächlich auch die ganzen Ressourcen immer in die. Was macht man denn mit Clay? Wo kommt Clay hin? Steine und gute Frage. Wertvolle. Nicht in der Schmelze. Danke. Mal hier. Ah, ne, hier in die Holzdings. Ne, hier in die. In den Grinder. Ah. Damit kann man Stone Buddies machen und Clay Mold. Guck dir den Reichtum an. Tja, na gut, dann hauen wir da alles rein. Es ist so schön, wie viel Reichtum wir haben. Brauchen wir zwei immer mehr Sachen, aber. Bap. Bap. Clay. Dusts. Ich habe gar keine Dusts. Doch, ich habe Dusts. Da. Wie oft man die ganze Zeit am Sortieren ist. Das ist. Ja, es ist nicht ideal gemacht hier irgendwie. Es ist ein bisschen. Irgendwie Mods dafür. Ja? Genau das. Vielleicht. Ich kann ja mal schauen. Also es muss noch mehr Leute nerven. Ja, es ist halt wirklich Auto sehr viel Sort. Hier so Sortierungsmanagement. Also so, es wird ja immer, es kommt ja immer mehr dazu vor allem. Mhm. Müsste mehr automatisiert werden auf jeden Fall. Ja, dieses aus der Kiste raus craften, ne? Das ist nicht zu unterschätzen, wie geil das ist. Ja. Oder so, es wäre geil, wenn man Kisten direkt vor die jeweiligen Fabriken so anschließen könnte, sodass man alles, was man in die Kiste macht, das gleichzeitig gleichmäßig auf die jeweiligen Maschinen verteilt. Bisschen wie bei Satisfactory und so. Genau, so ein bisschen. So, ey, warte mal. Nikola, hast du dein unbeflecktes Herz? Hab ich in die Blut... Wie ist das sicher, weil eins war da ja schon vorhin. Jetzt habe ich gerade ein zweites reingetan. Aber ich habe auch noch eins. Ja, schmeißt mal alles hier bitte rein. Ich habe eins reingetan. Ganz oben. Oben im Alchemieraum in diese Blutpresse. Baust du dir dann wieder was Cooles? Ich baue den Thron, damit wir in der Story weiterkommen. Stört dich das? Aber erst baue ich noch diese Blutrüstung. Was muss ich eigentlich machen, damit du nicht immer an mir rumnörgelst? Nicht immer das beste Equipment als Erste haben. Wie wär's? Und dann nörgelst du dich mehr? Ja, aber ich weiß ja, dass es niemals eintreten wird.
Kämpf doch, du Hasen. Du Hasenfuß. Dämlichen Strohhut. So, wo ist denn jetzt hier überhaupt ich? Ach, da hinten war das jetzt. Gut, dann, was wollten wir tun? Ach so, jetzt warten wir und dann können wir den Thron bauen und dann kommen wir nämlich in der Story auch ein weiter. So. So, gibt's hier irgendwie, was muss ich tun für neue Ratten? Ah. Oder macht das nicht dieser Hilfstyp da, der Zivi, den wir haben? Könnte der nicht, könnte der nicht dafür sorgen, dass sozusagen die ganzen Sachen immer sortiert werden und rumgetragen werden? Ey, das wäre so geil, wenn es einfach auf den Boden droppt und der sortiert das eigenständig. Ja, so, ne? Das wäre der absolute Oberhammer. Wofür ist der denn da? Ich habe immer noch nicht gecheckt, wofür der da ist. Es gibt 6 Mods insgesamt. Das ist alles nicht, was wir haben wollen. Ja. Oh, schade, ey. So, hier die ganzen Waffen nehme ich jetzt auch mal und mach die in die Kiste hier. Obwohl, hier gibt es noch ein paar. Warte. So. Was fehlt mir auch? Jetzt fehlen mir hier die 20 Knochen. Das ist schon schade, okay. Gibt doch ein paar mehr. Quick Stash allows you to use compulsive count on nearly nearby stashes with one click. So. Das haben wir doch schon. Ja. Wie lange dauert das denn mit der Ratte hier? Das ist doch albern. Ich muss es hier ein bisschen umbauen. Nils, gibt es einen Grund, warum die Workbench nicht hier ist so weit weg jetzt? Können wir die nicht wieder? Ich komme zu dir. Welche Workbench meinst du? Ach so, das Problem ist, dass du für jede einzelne Immobilie, also jedes Möbelstück, braucht einen bestimmten Raum, um seinen vollen Bonus zu bekommen. Okay. Und in dem Fall ist jetzt diese einfache Werkbank gehört halt zu diesem Schmiederaum. Deswegen muss sie da stehen. Sonst hat die ihren Bonus nicht und dann bezahlst du halt mehr Ressourcen als nötig, zum Beispiel für Sachen. Was gerade bei den hochwertigen. Ach, hier. Und gibt's die Versalbe. Oh, das sieht gut aus. Yay, das ist fertig. Oh, jetzt kann ich mir eine geile neue Rüstung bauen. Scherz. Ich habe nichts gesagt. Hast du mitgekriegt? Ich habe gar nichts gesagt. Naja, aber du hast die Augen innerlich gerollt. Das habe ich genau gesehen. Ja, innerlich. Äußerlich. So, warte, wo war das jetzt? Ich das letzte Mal auch schon nicht gefunden habe. Crazy, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Da. Was haben wir hier? Das. Nein! Ach, der braucht original. Der braucht 4 verbesserte Blutessenzen. Ach, das ist ja ärgerlich. Das heißt, wir brauchen 12 von diesen Unsullied Hearts. Ja gut, dann gehen wir jetzt raten, oder? Ja gut, dann lass doch einfach ein paar von diesen jetzt quasi noch, wenn du einen übrig hattest, Eddie, dann brauchen wir jetzt, glaube ich, noch 8. Ja, dann müssen wir ein paar von den alten Typen einfach jetzt wegmetzeln. Bringt doch alles nix. Mal ein paar Banditenlacke raten. Dann pack ich das mal wieder hier zurück in die Blutpresse. Beziehungsweise, warte, nicht, dass der das umwandelt in irgendwas. Nein, das bleibt bitte, wie es ist. Okay. Muss ja aufteilen. Ich schaff mir alleine, oder? Okay. Ja, so, die Leute. Anfangsdinger. Wollt ihr auch eine coole Axt noch? Eine neue? Eine Merciless Axe? Dann kommt hier zur Workbench. Hier. Nimm das. Und bau dir die neue Axt. Mhm. Guck, wie ich mich um dich kümmere. Das machst du gut. Gnadenlose Kupferaxt. Lederschleifchen. Guck mal, wie viel rote Rubine wir haben. Wer hat die denn alles gesammelt? Wir alle? Nein. Doch. Du willst nicht ernsthaft behaupten, dass du der Einzige bist, der Rubine sammelt? Ja, das will ich behaupten. Wow. Ich habe mein Herz. Ein Rubin in der Schmerz. Jemals in diese Kiste liegen sehen. Okay, ja gut, dann lass uns doch gleich. Vielen Dank. Aber was kann die Axt eigentlich? Die kann Bäume geil plattern. Wir bräuchten die
Keule wäre geil. Eisenkeule wäre geil. Hilft uns irgendwas? Außer, dass wir schneller Eisen abbauen können. Ja, schneller Eisen abbauen. Genau. Aber wäre nicht mehr Angriff, um die Boss zu legen, besser? Warum musst du mir immer widersprechen? zack. Achso, wie viele Ratten habe ich denn noch? 5. Holz und Glas. Ne, dann gehen wir nochmal schnell hier hin. Also wenn man auf dieses zwingend erfassen geht, so wie es zu Deutsch heißt und zu Englisch natürlich forcely, whatever, dann lehrt er das ja intelligent, das wisst ihr ja, glaube ich, auch, ne? Sagst du das dem Oberfeldwebel der Kistensortierer? Ja, man weiß ja nicht. Na, das war schon ein bisschen anders. Ich hole mir kurz einen Proteinriegel für die Apps und für die Gains. Hey Freunde, na? Hallo. Was geht? Ja. Mir wurde gerade zugesteckt, dass wenn wir Tristan, den kennst du noch, der Typ, der uns immer verfolgt, ne? Mhm. Der Vampirjäger. Wenn wir den killen, kriegen wir ein Rezept, wie wir die verbesserte Blutessenz manuell herstellen können. Und die brauchen wir, die verbesserte Blutessenz? Ja, das ist das. Aus 3 Unsullied Hearts machst du eine verbesserte Blutessenz. Man braucht die jetzt gerade für viele Sachen. Aber der hat Stufe 46, der Tristan. Aber ich meine, wenn wir zu dritt da hingehen. Ja, packen wir, oder? Lass uns den machen. Ja, okay. Finde ich gut. Ein Mann, ein Wort. Nikola? Yes. Hast du Bock, oder? Ich bin gerade noch mit einem Longbow und dann komme ich zu euch. Ah, er hat mich verbrannt. Oder hast du nicht so Bock, Nikola? Ist das nicht so dein Ding? Ich bin noch mitten im Battle gerade. Mit wem? Im Longbow. Ich probiere ihnen die Herzen aus der Seele, aus dem Körper zu reißen. Und aus der Seele auch. Super, großartig. Ich werde nur Tenant Hearts bekommen. So. Eine Fährte. Also ich könnte theoretisch jederzeit los. Moment. Achso, warte mal. Wo kommt denn diese leere Glasflasche eigentlich hin? Da. Stand da nicht gerade Glas? Da. Ach, hast du Knochen? Ey, dein Hut ist ja echt geil. Hast du Knochen geerntet oder was? Ich habe Knochen geerntet gerade. Ich wollte noch ein paar Ratten machen, aber... Oder brauchst du die Knochen? Nö, ich brauchst du nicht. Ich habe auch schon ein paar Salben gebaut. Ich habe noch 3 Ratten. Aber hier sind auch ganz viele Ratten. Ja, das ist super gut. Ich habe 6 von diesen Salben. Wo ist Nikola jetzt hingelaufen? Auf der Suche nach. Weil ich komme wieder zu euch. Aber ich muss ehrlich sagen, also im Kampf fand ich die jetzt nicht so krass, die Salbe. Ich weiß, ich habe nicht so gecheckt, was so geil ist. Tristan ist direkt vor uns! Komm zu mir, direkt vor unserem Schloss! Das ist die einmalige Gelegenheit! Ja. Entspann dich, wir kommen. Nein, ich wollte ihn suchen und er kommt zu uns. Ist das nicht fantastisch? Er patrouilliert direkt vor unserer Nase, als sollte das Schicksal uns sagen, ja, nehmt ihn. Freunde. Tristan. Sekunde. Ihr müsst sofort zu mir kommen. Beobachte ihn bitte weiter. Okay, ich habe ihn im Blick. Ja, haut ab! Wo seid ihr denn? Ich komm grad zurück. Bin gleich da. Eddie, was machst du? Ja, ich repariere noch. Ich bin noch nicht so right. Ich komme sofort. Ich muss ihn anloggen, sonst haut er ab. Ja, ich komme. Ist perfekt, wenn er direkt. Ist perfekt, wenn er direkt vor uns ist. Jetzt kämpft er gegen den Bären! Das ist ja super. Du bist der Bär?
Der Wolf, der vor ihm wegrennt. Ich lot ihn mal um das Schloss rum. Andere Wölfe, vielleicht hat er Bock auf die andere Wölfe. So, ach, ich komme. Die Wölfe greifen ihn an. Wo ist er? Da. Hinter dem Schloss gerade. Oh, der hat mir richtig einen gegeben. Aber ist nicht schlimm, ich bin sehr gut. Au. Oh. Ash? Au. Ah, daneben. Den machen wir jetzt ein für alle Mal. Der hat uns genug Angst eingejagt. Wir haben keine Angst vor dem. Zeit ist vorbei. Uns würde es nichts beschweren, also theoretisch. Ey, mein Ultimate! Der wollte mein Ultimate kontern. Dieses miese Schwein, dafür wird er sterben, oder? Da, habt ihr gesehen, wie ich ihn gealtimated habe? Sehr schön. Ihr müsst diese Special Attack von der Lanze dran machen. Die macht jedes Mal 50 Damage, Leute. Oh ja, stimmt. Genau das. Oh nein, die Sonne. Oh, muss es sein. Wir sind ja ein bisschen im Wald, zum Glück. Ja, das haben wir jetzt schon hier bestellt. Ah, hör auf. Und wir können hier auch schnell spawnen, wenn er uns hier killt, ne? Oh, oh, shit. Ey, warum, Sonne, was will der denn immer von mir, ey? Ich bin doch eigentlich völlig... Nein, es kommt noch ein Wolf um die Ecke. Dann so richtig harter, gemeiner. Er redet immer noch die hinterher. Ja, jetzt hat er mich auch gekillt. Also ich spawn am Sarg. Nee, einfach. Ich spawn einfach am Sarg. Der ist schon ganz schön hart, der Typ. Ja, aber wir können ihn kriegen. Oh Gott. Oder auch nicht. Wir müssen mehrmals dashen, dann greift der... Oh Mann, dumme Sonne. Auch hinter dem Castle kämpfen, da ist viel Schatten. Ja, hier ist gut, ne? Ja. Ah, er will mich! Platz, boah, der hat einen mega Heap gemacht. Also nehmen. Au, ey. Oh, Alter! Nikola, ich muss kurz mich selber kümmern. Lockst du ihn weg? Ja, im Schatten halt. Nicht mehr besonders viel Leben, aber wir können es schaffen. Ich habe das Gefühl. Das ist auch nicht so schlimm, dann respawnen im Schloss, dann kommst du gleich wieder raus. Gar kein Problem. Geil. Das sind die Dinge, aber egal. Oh, da ist noch ein Bär. Ja, oh, vielleicht kämpft er auch gegen den Bären. Er hat auch gerade gegen Wölfe gekämpft. Ah, jetzt kämpft er gegen mich. Ja, jetzt kämpft er gegen mich. Ich esse ihn auf, das kommt mir eh ganz gut zu Pass gerade. Glaube ich gleich. Sehr gut. Fällt mir. Egal. Denk an dein Ultimate. Oh ja. Halt, das hab ich auch gerade gemacht. Was für das? Das Ultimate haut auch nicht so krass rein. Nee, ne? Oh, mehr ich schieß gegen den Baum los. So, das. Ich respawn mal eben. Oh, oh. Was jetzt? Was brennt hier so? Wieso? Er hat einen Feuerfall rausgehauen. Okay. Au, 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 schmerzhaft. Ich benötige sofortige Hilfe. Ich eile, ich eile. Au, au. Er will mich haben. Da? Ich bin tot. Ich bin hinüber. Er spawnt einfach im Sarg. Ich versuche so lange zu bleiben, damit wir nicht alles wieder verlieren an Fort. Ja, ich bin wieder da. Boah, der wirft halt echt so Molotow-Cocktails oder so, ne? Er hat, glaube ich, so Feuerpfeile. So ein Pfeil sah das nicht aus. Ich bin so voll, der Longbow hatte. Oh ne, er hat Molotow, ja, hast recht. Eine Pfeile kann er trotzdem anzünden. Darf sich bloß nicht heilen. Ja. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem auf. Ist da wieder dunkel. Ja, das ey, sobald es dunkel wird, haben wir wieder Freude am Leben. Ah, ich treff gar nichts gerade. Da. Jetzt hier noch eine fleischfressende Pflanze. Was kommt als nächstes? Eine Alien-Invasion? Ach, scheiße, noch, oder was? Ich hab den falschen Container gefressen, egal. Ah, endlich. Es wird dunkel, endlich! Leute. Wie kann so ein Typ aushalten? Das ist ja der Wahnsinn. Ich hab ihn geultimated.
Alter, was der Sp- Hör mal auf jetzt. Denn? Uiuiui. Wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Oh, ich bin tot. Dieser Penner, ey. Einer muss immer überleben, glaube ich, ne? Das wäre gut, ja. Oh nein, ich habe meine Dings. Ist ja geil, wenn man noch so irgendwie so Defense-Waffen bauen könnte. Irgendeinen Armbrustturm oder sowas. Ich habe aus irgendeinem Grund deinen Hut auf. Den kriegst du natürlich gleich wieder. Ich glaube, ich habe aus dem falschen Container genommen. Ich glaube, du hast einfach mich gelootet, kann das sein? Zweimal, ja. Ich habe in der Hektik den falschen Container genommen. Ich hätte das Zeug ja mehr, weil da ist meine Salbe und alles zum Heilen. Ja, Leute, loote du meinen. Ich habe ja auch Salbe. Wo bist du denn? Stehst du da auf der Karte? Da, direkt, wo ich jetzt bin im Prinzip. Der. Mit Zeug. Noch ein Drittel, jetzt haben wir es gleich. Ich sehe nichts hier zum Looten, Nils. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich bin. Ist noch. Hier unten ist ein Container. Hier, siehst du meinen Container? Sonst droppe ich deine Dinger. Warte. Ja, hier, warte. Ja, das ist da also. Ich. Okay. Nein, nein, dumm. Ja. Ich bin tot. Oh, das war nicht sehr clever von mir gerade. Ja, diesem Wolf trifft man auch gar nicht. Ja, der macht aber irgendwie keinen Schaden. Oder nicht so wirklich viel. Ach, wolltest du mich heilen, ey? Ja, ich hab kurz gelootet. Zeug, Edits-Zeug. Ja, ich verzeihe dir. Ich komme wieder aus dem Looten wir uns jetzt gegenseitig, oder was? Ja, schon. Warum? Alles, was mir gehört, gehört auch nicht. Wir haben wieder das Stuff. Wir können jetzt gleich wieder richtig sortieren, sobald der Typ tot ist. Bitte. Okay, wir schaffen das. Hä? Dass der hier direkt aufgetaucht ist, ist eigentlich. Aber wie geil, der kämpft gegen die fleischfressende Pflanze, Leute. Ah. Nein, lass doch die. Lass ihn doch ja. Da kämpfen! Ist gleich tot. Mann! Oh. Au! Junge! Direkt wieder ich. Ja, die kannst du gleich dann wieder haben. Gleich tot. Als Feuergranate. Und. Oh, weg mit dir. Ja, Leute, wir haben ihn gleich. Ich glaube, unser Kollege mal helfen könnte. Ja. Wenn er nicht einfach in unser Schloss locken will, den Typen, und dann kämpft unser Diener auch mit. Also. Jetzt müsste er doch mal langsam das zeitliche Segen. Nein, ich bin tot. Bitte killt ihn noch nicht. Ja, aber ehrlich. Dann revive mich doch schnell, Sabine. Ja, ich hab nur keine HP mehr. Ja, lass ihn Hauptsache überhaupt nicht ab, ey. Ah, jetzt bei mir. Bist du. Okay, Eddie, ja, bist du ja da? Komm jetzt. Nein, noch nicht. Revive. Warte. Gleich, ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Ich bin da, jetzt. Okay. Ich mach noch ein Ulti. Boah. Er lebt noch. Bin ich down. Jetzt. Wo bist du? Hol euch. Hat doch wohl auch funktioniert. Wo bist du denn? Ist er tot? Ja, ist kommt. Tot. Respawn einfach, kann er die looten. Juhu! Oh, was ein Glück! UV-Blood unlocked. Nice. Was haben wir gekriegt? Das ist gerade PvE, ja. Gibt's ja auch PvP, aber wir spielen gerade PvE. Seht ihr schon was Neues? So, was? Schön nochmal looten. Ich habe jetzt den Hut schon wieder aus irgendeinem Grund. Was ist denn das? Der Hut ist einmal komplett reihum gegangen. Ich bin gestorben, also ihr könnt mich looten. Blatthammer. Oh, herrlich. Das, je nachdem, was das jetzt kostet, diese feine Blutessenz, können wir einiges an Progress machen. Jetzt haben wir dieses Bluthunger gekriegt, aber ich weiß nicht, was das bringt. Quasi als Skill. Vampire Powers. Vampire Pause, was war das nochmal? Das allows so. You to instantly recognize blood type and blood quality of nearby units. Aber hä, was bringt das? Wenn wir in dem Modus rumlaufen, sehen wir vielleicht eher. So. Ja, aber das siehst du doch eh, wenn du über die. Ja.
Wetter vielleicht fürs Late Game. Was der Spaß jetzt bringt. Wo ist mein Loot jetzt eigentlich? Wer hat mein Loot? 150 Essenzen gleich eine höhere Essenz. Okay, warte mal. Lass mich mal schauen. Das wäre ziemlich nice, okay. Kann man das hier machen? Ah, geil, ey, Leute. Mhm. Das ist The Overhammer. Okay. Wir können jetzt mit lächerlichen 150 Pinöbel-Blutessenzen eine Kasse herstellen. Eine Kasse herstellen. Die kostet normalerweise 3 von diesen Unsullied Hearts. Und das kostet jetzt nur noch 150 Blutessenzen. Das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig gut. Das heißt, was hatte ich gesagt? Wir brauchen noch 8, ne? Ne, warte mal, gar nicht wahr. Wir brauchen. Oh, das ist ja geil. Das ist ja noch viel besser, als ich dachte. 450. Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 3? Eine haben wir schon. Ey, das ist ja der absolute Oberhammer. Ja, dann brauchen wir gar nichts mehr, oder? Das hat sich voll gelohnt. Okay, dann baue ich gleich einen Thron. Hier, Eddie, ich gebe dir mal deinen Hut wieder. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Danke. Jetzt ist echt eigenartig. Hier, den habe ich noch auf dem Kopf. Ich versuche ihn gerade abzulegen. Okay. Das verstehe ich. Der ist auch einfach wunderschön. So, was brauchen wir noch für diesen Thron? Das können wir mal ganz kurz gucken. Ach nee, 4 verbesserte Blutessenzen. Und 16 Eisenbarren. Okay, die sind hoffentlich fertig. Gleich. Ist noch 3. 11. Ah nee, Iron Body ist das. Moment. Okay, genug Eisen ist da. Ich glaube, ich brauche noch eine Furie. Warte mal. Wie viel haben wir denn? Dip, 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 dip. Die haben wir haben natürlich schon noch 2 von bauen von diesen Blutpressen. Okay. Das dauert natürlich leider ewig, obwohl wir hier den Bonus haben. Das war ein guter Tipp. Lieber Chat. Guter Tipp. Was braucht man jetzt noch für Sachen? Nö, jetzt müssen wir nur noch warten, ehrlich gesagt. Achso. Wir können Nikolaus the Fallen oder wir können noch ein paar alte für die Anzahl. Ich muss noch Rufus the Foreman machen und Errol the Stonebreaker. Die beiden fehlen mir noch. Ja, komm, machen wir erstmal Rufus. Hier, zack. Okay. Komm. Das sollte easy gehen. Ja. Habt ihr den? Also, nee, habt ihr wahrscheinlich nicht mehr auf dem Radar. Oder also, genau wir können in 4 Minuten, glaube ich. Kann ich den Thron bauen? Wollt ihr so lange warten oder wollt ihr dann? Wir machen jetzt die alten. Okay, in 5 Minuten erst, okay. Hä? Oder? Doch, da. Okay. Herrlich, herrlich. Ich okay, pack die anderen Sachen mal eben ein. Hier hoch. So. Kein Plan. Oh ne, jetzt wieder in die andere Richtung. Also machen wir das jetzt mal. Ne, hier geht er doch lang. Hä? Stimmt, ja. Okay, die hat er gar nicht erfasst. Guck mal hier, das kann man doch bestimmt wegsprengen, oder? Das sieht doch aus, als ob man das hier. So, und dann brauchen wir, was brauchen wir noch für diesen. Die Steinziegel, ja, okay, die holen wir uns mal wieder raus. Ich drück doch Right Shift, wieso geht's dir dann nicht? Right Shift Fred. Oh. Wo seid ihr hin? Okay. Wo sind die denn jetzt geblieben? Was kann hier sein? Hier, Frost Art Raider, haben wir da schon mal getroffen. Doof, ob ich den jetzt einsortiert. Oh ja, stimmt. Die Fähigkeit war cool. Ah. Warte mal. Immer noch. Ey. Ey. Ey, ey, ey. Okay. Sag mal, Eddie. Oh, jetzt bin ich fast tot. Du hast eine. Da, Blut und Knochenkiste.
Oh, das ist der absolute Oberhammer. Leute, ich bin gerade guter Dinge. Na, jetzt freust du dich, ne? Ja, der Chat hat es auch gerade wieder gesagt. Geiler Chat. Diese Blutkiste habe ich fast übersehen. Beinahe übersehen. Oh, Leute, so geil. Wir haben so viel Blutessenzen, das ist einfach der absolute Oberhammer. Man muss dazu sagen, wir profitieren natürlich davon, dass der Server so eingestellt ist, dass er nicht dauernd Blutessenzen will. Ja. Da konnten wir die schön sammeln, sonst wären die nämlich verbraucht worden. Ja, das ist natürlich richtig. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Wo bist du denn? Wo ist hin? Wir sind blind gerade. So, saugen. Ja. Nein. Offen wie Blatt. Ja, ist ja lustig. Stein. Das kann ich, das ist auch wie Blatt. Jetzt genug. So, das aber ist dein Blutgedingst jetzt voll? Meins nämlich nicht. Nee. Ist auch komisch, oder? Das ist so herrlich. Dann stellen wir den dann mal hinlegen. Der Rufus. Das ist der schönste Raum. Da ist ja noch ein Platz frei. So, dann zack, da ist er. Schlossthron. Geil. Oh, ey. Okay. Dann halt hier. Dann, So, ist dieser Rufus überhaupt hier in der Base? Der ist doch gar nicht hier in der Base. So? Ruf, nein. Ich weiß es nicht. Den bauen wir um. Der kommt dann hier. So, und dann kommt der hier hin. Das muss doch gehen. Ja. Herrlich. So? Ja. Haha, Leute! Wir haben den. Wir haben den. Der Thron. Nice. Nice. Wir unseren Kollegen befehligen. Ja. Was? Wieso kommt denn jetzt eine Map? Was? Können wir irgendwas beanspruchen? Das kommt. Sorry. Okay, warte. Irgendwas ist ganz kurz. Jungs, hört mir mal zu. Ich habe mich auf den Thron gesetzt. Und dann kam da oben dieses Beanspruchen, wenn man eine Quest erfüllt, ne? Und jetzt ist die Map aufgegangen. Und da sind so einige Gebiete, sind jetzt weiß eingefärbt. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Ob ich jetzt quasi so ein Gebiet für uns irgendwie... einnehmen kann, oder was bedeutet das? Oder was ist das? Du kannst die Diener auf Raubzug schicken, steht da. Ah, aber das schafft er doch nicht. Nee, du musst den natürlich irgendwo hinschicken, wo er es schafft, wahrscheinlich. Natürlich. Ja. In so ein Billo-Gebiet, ne? Ja, der am besten. Check ich, was das ist. Das Banditen kämpft gleich um die Ecke vielleicht. Und beide schafft er alles nicht. Mit Level 7. Schafft er alles nicht, der ist einfach zu schlecht. Aber ich kann ihn erstmal hinschicken, was er vielleicht daraus macht. Vielleicht ist er ja auch saukrass. Vielleicht unterschätzt ihr den. Erfolgschance 20%, Verletzungsgefahr 20%, Erfolgschance. Das ist so wie Fallout Shelter. Schickst den los und im besten Fall kommt er halt mit geilem Scheiß wieder zurück. Okay, das ist ja alles. Warte, dann 100% Chance. Ist gar nicht. Okay, das schade. Ist ja überall. Wir könnten ihn natürlich besser ausstatten, aber das ist ja. Ich habe noch einen Crossbow übrig, glaube ich, in der Kiste. Kannst du mal den Crossbow geben? Was ist denn jetzt? Wieso bin ich denn jetzt Schmiegel? Rot? Was? Schmiegel? Hast du den Schmiegel genannt, den Typ? Hä? Ich hab den Schmiegel genannt, ja. Okay, wir Schmiegel hat eine 28%ige Erfolgschance. Ich schick Schmiegel mal los eben. Und hey, Hasel, vielen Dank für den Trade. Schön, dass du da bist, Hasel. Gestern noch abgeschossen, heute schon geradet. Sehr erfolgreich. Schön, dass du da bist. Ja, wir spielen ja Be Rising mit Eddie und Nicola. Und ich lass jetzt mal Schmiegel losziehen. Ah ja, Hand in Bandit Logging Camp started. Ah, jetzt raff ich das hier, 6%. Das sieht man hier so. Oh, guck mal, der ist fast tot, der Bär. Aber der Dämmerung. Okay. Oh, jetzt ist er tot. Okay, Hier lang. Auge der Dämmerung, was ist das? The Eye of the Dämmerung. Ah, da ist es doch, das Auge der Dämmerung. Oh, Goldbarren und Spektralstaub. Gold haben wir noch gar nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste.
Gold und Spektralstaub. Was ist das denn? Wo bist du jetzt? Jetzt ist Logging Camp. Mal gucken, wertvoll, haben wir irgendwas Goldiges? Nein. So, Blut, hier gibt es ein paar lebende. Schade. Oh, jetzt habe ich den gekillt. Das ist echt ganz praktisch, dieser neue Skill zeigt einen dann über den Gegnern die Prozentzahl ihres Blutes an. Das heißt, man kann dann direkt gucken, wo einer viel oder wenig hat. Hatte ich jetzt zum Beispiel gerade einen mit 50%, aber den habe ich natürlich Blutpresse. Stein und Brett. Na komm, das kriegen wir doch. Okay, hier lang. Stein. Und ein Brett haben wir ganz hinten. In der Bretterkiste. Es haben alle fast keine Prozente hier. Hier, Tainted Heart. Von einem Wolf. Ist doch das Sign hier irgendwo. Hier ist das Saltfiller Camp. Ich erinnere mich an diesen. So. Oder also wann, bis die Sonne weg ist? Blutpresse? Zweite Blutpresse. Eine Stunde. Blutpresse, wie mache ich so das? Welches? Wir können ja hier schon mal. Schön ist es so nicht. 26% wieder. Ja. Doch, das geht doch. Oh ja. Das passt doch. Dann nehmen wir Zap und stecken die da rein. Dann geht das deutlich schneller. Brauchst du den mit 26? Ja, ich würde den nehmen, ja. Vielleicht könnte ich. Jetzt ist du krass, sorry. Jetzt ist er weg. Ja, ärgerlich. Ja, ach, der hat den 26. Ah, so, passt da noch eine rein? Den so machen? Ist Hand nee, da ist so oder so ein bisschen eng. Hallo Jan. Können wir da so ran? Und nur von der Seite. Mist. Hallo Jan. Jan ist in Nils Chat. Ach echt? Ach Jan, hey Jan. Schön, dass du da bist. Jan, ey. Machen wir auch mal solche Vampire-Spiele. Nur im Chat rum, ey. Jan Gustafsson? Der kann ja gerne mal mitspielen. Oder welcher Jan? Ja. Das ist halt so ein Verräter, der Typ. Bloodmoon, ja, rauf mit ihm. So, jetzt Bloodmoon, jetzt machen wir ihn platt. Bloodmoon platt. Das ist natürlich jetzt nicht schön, was ich hier gerade baue. Jetzt kriegt gleich Ärger von Eddie und Nikola, dass es nicht schön ist, aber es muss vorübergehend jetzt mal so sein. Also, ich bin es ja eh gewohnt, geärgert zu werden. Ey Jan, was geht denn ab? Kommt man immer noch durch, ist schon okay. Kann man mit Leben glauben. Oh, bin komplett überheblich in den Kampf reinzugehen. So, zack. Sind das Schmiergeldzahlungen, wenn Schmiegel Gold findet? Auf Janis Verlass. Auf Janis Verlass, das ist gut. Was haben wir denn hier? Oh, Leute. Wir werden großen Spaß miteinander haben. So, hier kommt mal ein bisschen was davon rein. Und ja, noch die Minis hin, bevor die uns beim Aushauen nehmen. Herrlich, herrlich. So. So. Zack. Gut. Zack. Und ich droppe jetzt auch noch ein Herz. Ah, jetzt ist er bei mir auch im Chat. War zuerst hier. Das glaube ich dir nicht. Geh ruhig ignoriert. Geh zu deinem Kumpel Nils. Wurde es ignoriert, oder, Jan? Nein. Was bei Eddie und wurde es einfach ignoriert? Einfach unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wenn Jan zu mir in den Chat kommt, wird er nicht ignoriert. Das ist, glaube ich, das weiß er auch. Ja. Guck, das hast du dir jetzt einen fiesen Typen hast du jetzt als Kumpel. Naja. So wie jetzt gesagt. Jan hat übrigens seinen YouTube-Channel wieder geschlossen. Warum? Könnt ihr deabonnieren, den YouTube-Channel.
Warum? Was hat er getan? Wegen Erfolglosigkeit. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wer will sich schon Elo 2700 angucken? Wenn er auch 2800 gucken kann. Komm, Nikola, mein Freund, wollen wir zurück in die Base? Smaragd. Oh ja, das ist eine gute Idee. Lass. Ah. Okay. Ist hoch, oder? Hier lang, oder? So. Keine Ahnung, ja, sieht gut aus. Wie viel haben wir von denen? Wie war das jetzt? Ein Herz bekommen jetzt? Ah, genug. Geil. Haben wir ein Herz bekommen? Anzalit? Also ich habe nichts bekommen, deswegen. Ich habe 2 Anzalit Hearts. 19. Oh, okay. Und 18 Tainted Hearts, tatsächlich. Nice. Vorbereitet für den Kampf gegen Merinda. Wie ist die? Das passt doch. Aber wir können jetzt auch. Was können wir? Also, gibt's nicht. Nee, gibt keinen Portal in der Nähe. Oh, da ist Tristan wieder. Angelegt? Oh nein, den wollen wir nicht nochmal. Ja. Er stürzt? Ja, ja. Wo werden die Dinger angelegt? Ey, Interaction. Ja, hier ist Interaction auf jeden Fall. Interaction. Mhm. Wäre auch mal ein guter Name für einen Fußballclub. Ach, ich will doch nicht lachen. Ich lach doch nicht über deine Witze. Wir haben doch ein Abkommen damals unterschrieben. Weiß nicht, das stimmt das. Aber ja, was. Mal gucken, wo das Ding überhaupt hinkommt. Da? Nee. Ach, statt des Rings. Ja, okay, das ist natürlich mega dumm. Ey, ich wollte uns allen. Ich wollte euch eine Überraschung machen. Ja. Und uns allen die Glutkette bauen. Die Glutkette? Aber die benutzt denselben Slot wie der Ring. Ist sie denn besser? Ja, sie ist etwas anders. Zauberkraftbonus ist gleich, Rüstungsstufe ist gleich. Kette 12 Max Gesundheit, während der Ring plus 2 physische Kraft hat. Und die Kette hat 4% Bewegungsgeschwindigkeit, wohingegen der Ring 5% physische kritische Trefferchance hat. Also... Es nimmt sich nicht so viel. Hat einer von euch, Nikola wahrscheinlich, Ben, was hast du ausgerüstet im Ringslot? Blood Rose Ring. Bitte? Blood Rose Ring. Ach, wie so, bist du denn jetzt so schinnell dahin gekommen, dann, Sabine? Dem Wolf. Gebe ich dir gleich was Besseres auch. Durch den Wald. Das ist enttäuschend. Ich habe gedacht, ich kann euch eine schöne Überraschung machen. Wie viel Spielzeit? Das ist irgendwie so. 15 Stunden oder so, 16 Stunden haben wir. Jan fragt, was hast du für einen Ring-Slot? Verstehe die Frage nicht mal. Nee, auch nicht. Was ist denn ein Jen, vielen Dank. Ein Ring-Slot. Hier, Jan, das ist ein Spiel, das kannst du eigentlich locker mitspielen. Da muss man wirklich gar nichts verstehen. Warum beleidigst du Jan? Jan, bei mir wirst du nicht beleidigt. Ich beleidige ihn doch. Ich wollte dich gerade überreden, dass er bei uns mitspielt. Du wolltest gerade sagen, selbst so ein Trottel wie du. Komm mal her, Nikola, komm mal her. Ja. Ich schmeiß dir was Geiles denn jetzt hin, pass auf. Ja. Dann ist Geil es ist wahrscheinlich scheißegal, was du. Das kann der überhaupt. Magic Sources increase Magic Level. Ah, ja. Da hier. Der ist denn. Ich nehme jetzt das Ding, weil ich mich schneller bewegen kann, damit ein bisschen. Ja. Und ich nicht, weil ich viel mit Armbrust spiele. Glaube ich, weiß ich nicht. Physisch, keine Ahnung. Ich würde dann jetzt dem unserem Untergebenen geben. Ja, ach nee, der ist gerade nicht da. Der ist gerade. So, wir müssen mehr forschen. Oder wieder? Gesagt. Unser Mate. Mehr forschen? Ja, wie damit wir mehr geilen Scheiß einfach. Ja, wir kommen nicht so richtig voran, habe ich das Gefühl. So gerade was das Equipment angeht, ne? Ja, genau. Nächste Quest eigentlich. Nachdem wir jetzt befehligt haben mit dem Thron. Aber das, ich kann nur noch zum 28. Mal sagen, wie geil das war, dass wir diesen Typen platt gemacht haben. Das verpasste perfekt. So, machen wir wieder Nikolaus als nächstes, ne? Oder? Hinkommen. Den kriegen wir nämlich auch. Das ist sehr, sehr geil, weil dann kriegen wir das Studierzimmer. Und dann können wir nämlich neue Technologien und Gegenstände entdecken. Also das ist auch, macht auch Sinn. Den Typ. Ich komme jetzt erstmal in die Base und liefere alles ab, was ich hier gelootet habe. Und dann können wir gerne aufbrechen zu neuen Abenteuern. Neue Schandtaten. So. Ja, noch ist Plattenmund. Das können wir natürlich ausnutzen.
So, Steine und Klunker. Was ist doch Quatsch? Du bist doch auch steinig. So. Richtig viel. Nee, warte mal. Eisenkörper? Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Ach, das ist für Dekos, okay. Brauchen wir denn jetzt noch die Anzahl mit Harz oder hat sich das erledigt? Nö, die brauchen wir jetzt nicht mehr zwingend. Es sei denn, man braucht quasi konkret wirklich... Nein, warum habe ich das gedrückt? Es sei denn, du brauchst halt dieses Teil, aber du brauchst es nicht mehr zur Weiterverarbeitung zu dem anderen geilen Scheiß. Die Steinkiste ist voll, das gefällt mir nicht. Da ist aber auch... Machen wir Sulfur, machen wir doch nicht die Steinkiste, oder? Du bist der Beauftragte für Sortierungsfragen. Warte mal, ich nehme einfach mal ein bisschen Stein raus und tun die mal in die Grinder rein, wo sie hingehören. Da brauchen wir einfach nur Platz. Hast du dem Jan Paw Patrol das Spiel empfohlen? Nee. Um ihn zu verhöhnen? Da ist er selber drauf gekommen. Das ist lustig, weil das habe ich auch. Das war das erste Spiel, was mein Sohn selbst gespielt hat. Meine auch. War deine auch? Es gibt zwei, aber. So. Ich habe eins für Switch getestet damals. Aber es ist nicht geil. Aber die Kids fahren irgendwie drauf ab. Guck mal, wir haben jetzt schon Steinkörper übrigens in der Steinkiste. Also. Ich weiß nicht genau, was wir damit machen wollen, aber wir haben es. Muss ich das hier reparieren? Das geht noch gerade, würde ich sagen. Meine Meinung. Wieso haben wir immer noch keinen Helm? Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Silver Resistant Brew. Gut. Ich will jetzt mal geilen Scheiß kaufen. Mir ist das hier zu viel Kram. Ja. Wo ist mein geiles Schwert, mit dem ich alles wegwämse? Wo ist mein Blattbild, mit dem ich Melania nach 10 Minuten komplett zerstört habe? Also, wir könnten jetzt, wenn ihr diesen Nikolaus annehmt, dann können wir danach einen Forschungstisch bauen und dann können wir sicherlich neue geile Sachen machen. Habt ihr eure... Aber wir können den neuen Speer bauen. Leute, wir können den neuen Speer bauen. Oh, das ist... Ah, den habe ich ja schon. Nee, den habe ich ja schon. Scheiße, du hast schon den neuen Speer. Nee, das ist der alte. Es ist der alte. Hast du dir schnell mal wieder was Neues gemacht? Was wollte ich sagen? Genau, dann habt ihr eure Quest angenommen oben. Also quasi das... Nee, Command Servants from the Castle Throne. Wo ist denn der Thron? Bettraum. Achso, der ist im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, okay. Wohin gehört? Ja, das macht jetzt irgendwie am meisten. Das ist der Droh, der sieht aber nice. Okay, jetzt setze ich mich da drauf. Den hab ich gebaut. Oh, jetzt sehe ich hier weiße Flecken auf der Karte. Ja, genau. Okay. Jetzt kannst du, wenn du jetzt die Mission, also ich weiß nicht, ob du sie abbrechen musst, aber du kannst sie abbrechen und dann kannst du ihn wahrscheinlich neu zuteilen. Nee, es hat auch ohne funktioniert, also du brauchst nicht nochmal die Mission abbrechen. Einfach draufsetzen, wieder runtergehen, hast du es geschafft. Click to aid. Schmiegel already assigned, ja, okay. Schmiegel. Natürlich nur mehr Särge bauen und mehr Servants. Achso, aber man könnte natürlich, ey Leute, wir können ja noch viel mehr Menschen einfach zu Vampiren machen und dann können wir da 5-6 hinschicken. Ja. Oder? Absolut. Wie seht ihr das? Vor allem läuft der Hand 24 Stunden, sehe ich gerade. Oder 23 Stunden. Ja, construct and interact with the Eye of Twilight. Was ist das Eye of Twilight? Das ist ein bisschen Skopfmann-Brett. Das müssen wir auch bauen, dafür brauchen wir halt Gold. Okay. Was hab ich denn? Wie viel brauche ich dafür? Skopfmann-Brett, okay. Da ist er wieder unterwegs. Hier noch Kupfer drin? Oh ja. Also unser Ziel ist jetzt welches? Was? Ich finde, wir sollten mehr Minions acquire. Nein? Ja, doch, okay. Was? Weil dann können wir die dauernd auf geile Missionen schicken, oder nicht? Ja, wahrscheinlich auch, wenn wir uns ausloggen, oder? Das ist ja, dann läuft weiter. 24 Stunden dauert. Aber wir müssen so richtig starke Minions haben. Dann müssen wir bessere Waffen bauen. Oder? Naja, ja, Basis. Dann. Bessere Basis. Ins Bauen. Geh mal da kurz weg, bitte, Vladmund. Unsere Diener. So, jetzt müssen wir noch einen verzaubern, ne? Also einen.
Ist es egal, was das für einer ist, oder ist es schon besser, einen stärkeren quasi? Ich denke, je stärker der ist, desto besser ist das für uns. Weil theoretisch könnte man ja auch einen Boss versuchen. Den Baum nehmen wir. Den Baum, ja. Das wäre nicht ganz lustig. Baum fällen, haha. Die Axt sogar am besten. Boah, wieder ein Weghaut, ey. Das wird jetzt hier helfen. Sie dürfen ja eigentlich bei uns mitwohnen. Das ist doch eigentlich auch nicht realistisch. Eigenes Häuschen bauen. Dann schlafen lassen. Ja, ich baue demnächst. Ich finde das ein bisschen zu intim, dass sie so dicht bei uns pennen dürfen. Hey. Aber ist jetzt halt so. Ob den aussaugen kann? Gut. Schon, oder? Also. Baum? Ja, gehst du jetzt hier nach Logik oder was? Bisschen schon, ja. Nachdem du gegen einen Baum gekämpft hast, fällt dir auf, dass es unlogisch wäre, den auszusaugen, ey. Das rausholen, hart oder immer. Also, das kommt da rein. Oh, ist das schön. Das war so die geilste Idee von euch. Ich glaube, das ist neue Vampire Survivors ist. Die Fortsetzung. Ja, ja. Okay. Ich bin so froh, dass ich runter von der Droge bin. So, Freunde, wir haben jetzt 5 Dienersärge. Das heißt, ihr könnt richtig Leute fangen. Jagd. Oh, der Blutmond endet. Oh nein. Mal guck mal, wir haben jetzt hier verschiedene. Wo machen wir unseren Garten hin? Wir brauchen einen Garten. Ich hab 2 Pflanzen vor dem Eingang gepflanzt. Ja, ich auch. Was, aber für was brauchen wir einen Garten? Da können wir später ganz viele Plants und so machen. Farming Game, plötzlich. Ah, okay. Au, mir brennt. Oh, es ist wieder scheiß Sonne, ey. Schade. Wo seid ihr denn unterwegs? Achso, da habt ihr einen gefunden, den man gut nehmen kann. Wir müssen Banditenlager wahrscheinlich dann hin, Alter. Hat das Game eine Art Doppelhalle-Output-Fehler? Nee, das ist hier ein Fehler, den Nikola sich weigert zu beheben. In seinem Urlaub, wohlgemerkt. Kann leider nur das Spiel leiser machen. Dadurch würde der Doppelfehler weggehen, aber dann hörst du ja das Spiel nicht mehr. Ja, der Chat auch nicht mehr. Nee, das geht ja nicht. Es ist lustig, dass wir das seit Tag 1 haben. Ich hatte das Problem. Ich weiß nicht, ob ich es noch. Nee, du hast das Problem nicht mehr, oder? Aber ich hatte es jedenfalls gehabt. Ja, bei dir haben wir es gefixt bekommen, weil du ja Mischpult hast. Darüber können wir einzelne Quellen ausschalten. Der feine Herr hat Mischpult. Ist schon aber ewig. Aber warum wurde mir denn gesagt, ich brauche keins? Das weiß ich nicht. Lass dich nicht ärgern. Arne, lieben Dank. 7 Monate bist du auch schon dabei, Arne. Das ist eine gute Leistung. Trotz allem treu geblieben. Nehmt euch ein Beispiel an Arne. Keine Ahnung. So. Was wollen wir denn noch machen? Ich bin ready für alle Schandtaten. Ich blicke gerade, wie wir das noch beheben können am besten. Ey, bitte schick mir noch heute den Link von dem Mischpult, das ich mir holen soll. Ich halte das. Ich schick's nochmal. Ich halte das psychisch jetzt gerade nicht aus. Ihr könnt es auch über einen. Die haben Lieferengpässe gerade tatsächlich. Jetzt kommst du schon wieder mit einer Alternativlösung. Siehst du, das so, deshalb haben wir das letzte Mal nicht gekauft, weil jedes Mal, wenn ich sage, ich kaufe das Mischpult, dann sagst du, ja, man könnte es aber auch. Man könnte es aber auch so machen. Und dann ist aber komplizierter. Nee, ich will die einfache, professionelle Premium-Lösung. Es ist immerhin mein fucking Job. Also sag mir, was ich brauche und ich kauf's. Machen wir so. Okay. Verflixt und zugenäht, ey. Hast ja recht. Ist das hier etwa fehlende Symmetrie? Dann mache ich das Spiel ein bisschen leiser. Dann passiert zumindest der Doppelfehler nicht mehr. Also Etienne, wieso hast du die Symmetrie nicht richtig gemacht? Welche Symmetrie habe ich nicht richtig gemacht? Von den Regalen? Ja. Die sind symmetrisch. Ich habe das mal gefixt. Nudel halt auf PC ist eine gute Lösung. Naja, gut. Oh, da ist ja ein Teppich. Jetzt ist es gefixt. Hast du Teppiche gebaut? Ja, weil ich der Meinung bin, wir haben das verdient. Level 20, Level 16. Das kann man mit 20 wäre doch was, oder? Oh. Wie hoch soll denn unser Servant sein, welches Level? Stellt euch denn vor. Ey, Leute. Was? Ey, Leute. Was denn?
Wir können ja schon das Durchgangstor bauen. Das ist ja absolutely amazing. Was können wir machen? Kannst du das Portal bauen? Ja. Oh, Level 30. Wir brauchen aber dafür, warte mal. Oh, ich bin ja sowas von freudig überrascht gerade. Übernimmt man einen nochmal? Mit deinem Skill, bei da, wo du dich auch heilst, das ist irgend so ein Skill. Wenn du den noch nicht hast. Was habe ich jetzt gesagt? Ich Dominant Impressions war das, ne? Was ich gesagt hatte, da genau. Und Blutessenzen, das ist ja der absolute Oberhammer. Lass mal seine Kumpanen platt machen. Ich mag das, wenn man so Progress hat. Darf ich überhaupt bauen? 200 Blood-Essence, 20 Plank, haben wir doch alles. Obwohl Gem-Dust weiß ey, ich Blood, nicht. Ey, Bloodmond, könntest du mal eben kurz weggehen? geh mal einfach weg. Okay, Mist, das muss irgendwo... Wir haben keinen Gem-Dust. Gem? In, wo ein anderer Floor ist, oder was? Ja, aber welchen Floor braucht er denn? Outdoor. Draußen. Ich hab's auch steht doch drunter, gesehen. Outdoor. Ja, ja, ja. Es ist ein Outdoor-Projekt. Was brauche ich hier, dafür? Mach mal den Sarg hier weg. Was ist denn überhaupt mit dem Sarg? Warum ist der hier immer noch da? Kannst du auch so wegmachen. Das war ja der Gag. Das war ja Nikolas ursprüngliche Heimstätte. Der darf ja mittlerweile bei uns wohnen. Netterweise, ja. Was ich echt schön finde. Du hattest dich am Anfang dagegen gewehrt und habe ich ja immer noch gesagt, ey, der Nikola ist ein feiner Kerl. Oh, hier ist die Schlossgrenze schon. Schlossgrenze erreicht. Was bedeutet das? Bedeutet das etwa, wir können das hier nirgendwo bauen? Das wäre schade. Wie sieht es denn hier aus? Schlossgrenze erreicht. Schlossgrenze erreicht. Oh nein. Wir dürfen unser Schloss nicht größer machen. So, oh, schon ist tot. Na toll. Ist das nur die Gesamtanzahl? Guck mal, hier hätten wir noch. Kann ich das jetzt wieder hier wegmachen? Mach zum Schloss unsere vielleicht neuen Servants. An eure Hilfe dann, die zu rekrutieren. Okay, warte mal. Wieso geht das nicht? Du kannst keine Etage abbauen, die einen Teil deines Territoriums von deinem Schlosszentrum trennen würde. Okay, fuck. Entschuldigen Sie diesen Kraftausdruck, aber ich muss doch irgendwo meinen... Hey, was sind das für Wörter hier, die ich hier hören muss? Ich habe doch explizit mich gerade entschuldigt und was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe es kurz gehört, das Wort. Das macht mich traurig. Wo war ich denn jetzt schon da? So, hier sammle ich mal wieder ein. Castle Upgrade. Wie geht? Achso, Castle Upgrade. Ah, Castle Upgrade. Ja, Castle Upgrade. Ich finde den Chat immer super, weil die haben immer gute Ideen und helfen einem immer weiter, wenn man hilflos ist. Deswegen werde ich jetzt mal das hier upgraden. Was brauchen wir denn? Den Radboss haben wir auch nicht gemacht. Oh, 24 Glas. Ui, meint ihr, wir haben 24 Glas? 11, shit, wie kann man Glas herstellen? Ah, sehr gut. Wir kann an einem Ofen verfeinert werden. 5 Quarz. Ach man, hoffentlich hat irgendwer Quarz gesammelt. Ja, Quarz haben wir. Sehr geil. Es erinnert mich auch ein bisschen an Raft, von diesem, wie man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Oh, das ist doch ein Ofen. Eine ganze Zeit von euch. Ich habe hier so ein Level 36er, den können wir vielleicht. Ja, unbekanntes Rezept. Oh, hör auf. Also. Wir haben kein Glasrezept. So, warte, ich komme, Nikola. Ja, ja. Der hat noch Hälfte. Das ist nicht gut. Schmeiß dich schon mal rein. Nein. Jetzt. Noch lower sein? Jetzt. Ich weiß nicht, ab wann, warte mal. Bloodmend war es? War es Bloodmend? Nee. Das hier. Dominik. Wir brauchen. Irgendwie den Ring hat das doch schon dafür, oder? Das Glasrezept. Muss man den dann. Jetzt hast du das mal gemacht. Weißt du noch, wie das ging? Was? Ich? Grant is detective ability allowing you to charm enemy types. You cannot use normal spells by.
Wie macht man das? Wie charmt man so einen Typen zu einem? Achso, ihr müsst einfach einen Zauber auf den wirken. Also ihr aktiviert auf dem Rad diese Fähigkeit. Und dann? Und dann macht ihr einen Zauber, einen Magiezauber auf den. Oh, okay. Irgendeinen, oder was? Ich habe damals diesen Ball da, den Energieball geworfen auf den. Ja, okay. Okay. Level 20. Also Wieblatz, müssen wir wieder Wieblatz hunten. Okay, wir müssen irgendwie Wieblatz hunten und irgendwie Papier. Oder wir brauchen Papier und vielleicht kriegen wir das irgendwann umsonst. Ich weiß es nicht, wenn man Papier macht. Wobei, na. Ach, Komma eher bei mir. Okay, ich verstehe. Was ist denn hier? Könnte ich nicht rein, theoretisch? Wir müssen wieder einen suchen. Oh Gott. Ja, der war von einer Patrouille hier. High Level. Tschüss. Hier ist was? Oh, hier ist wieder der Johnson Mac. Können wir den auch rekrutieren? Der Militia Bro, der wäre natürlich geil, ne? Der wäre sehr geil. Muss man den erst runterbetteln oder kann man den sofort? Bezirz Nils. Ich glaube, ich hatte ihn ein bisschen runtergebettelt. Vielleicht muss man ihn so lange betteln, bis er reif ist, sozusagen. Warte mal, ich versuche mal was. Oh, er hat Lüge blockt. Krasser Typ. Oh, ich bin tot. Okay. I try something. Idee machst du schon. Das ist eh viel effizienter so. Ach, du kommt. Ja. Okay, ich bin tot. Ja, gut, dann lass mal respawnen. Vielleicht. Aber lass uns, wenn wir das schaffen, wenn wir den. Das ist geil, ja. So, wenn wir den zu uns, zu unseren. Weißt schon, was ich meine. Was ich einfach mir überhaupt nicht merken kann. Mir einfach nicht 20% runterbetteln. Warum kann ich es mir denn einfach nicht merken? 20% runterbetteln oder auf 20% runterbetteln? Da, nein. Tja, also, das ist eine gute Frage. Da. Das wären dann nämlich 80%. Yes! Oh, I'm the world's greatest. Was hast du getan, Nils? Ich hab eine Lösung gefunden. Für ein schier unlösbares Problem. Ich habe unser Portal gebaut. Großartig. Wo ist es denn? Für ein unlösbares Problem eine Lösung gefunden. Das muss man mir erstmal in der Form überhaupt. Im Schloss oder vorm Schloss? Es ist schon vorm Schloss. Es ist auf dem Friedhof, um genauer zu sein. Ah, hier ist es tatsächlich. Wow, ist das riesig. Wow. Krass. Du hast den ganzen Friedhof damit gesprengt. Nein, ich habe den nur da verschoben. Ich habe die Gräber verschoben. Ah, gut, okay. Es geht durch jetzt, ja? Das ist ein komplettes Portal voller Skelette. Das wird großartig. Ehrlich. Das ist doch wunderbar, was ich da gebaut habe. So, lass uns den jetzt bezirzen. Okay? Ja, okay. Den super. Auch 20% runter. Ihr holt uns hier geile Freunde, oder was? Ja, der Fette. Wir holen uns den Schildboy. Schildboy. Das kostet mich. Aber ist nicht mehr da. Kupfer ist natürlich. Wem gehört das her? Was hattest du dabei? Das mache ich jetzt hier schön. Bei Herzen hattest du dabei, ne? Ich kann das auch nicht ertragen. Ja. Wir haben ein Portal. Okay, der muss ja hier, der patrouilliert ja hier. Ja, oben, du gehst auch. Der hat ja eigentlich nur eine gefährliche Attacke. Ach, ich habe ja das Kupfer. Level 36, ist auch nicht schlecht. Hier kann ich angeln. Oh, ich mach das jetzt schön. Ich kann dieses Unschöne nicht ertragen. Fehlende Ästhetik macht mich traurig. Ich guck mal weiter, hol vielleicht noch hin. Die wollen ja nicht, die laufen immer einen festen Weg ab. Das ist das Holzding hier hoffentlich, oder? Level 38 also, ist auch nicht schlecht. Ja, los, wir haben ja genug Särge, wir können ja auch 3, 4 holen. Ja, hier hinter dem Lager. So, den richtig geilen Scheiß kriegt man beim Angeln aber auch nicht, habe ich das Gefühl. Obwohl, man kriegt Diamanten tatsächlich. Echt? Diamanten? Das ist ja geil. Aber was ist denn jetzt hier? Das ist doch auf Baum. Hä? Ja, und Fisch. Nein! Das hier. Nur das. Warum geht das nicht weg, Freunde? Ach, Level 36 lebt noch. Er ist sehr low, der ist fast tot. Ja, dann kannst du ihn noch jetzt bezirzen. Jetzt auch. Ja, das ist doch viel geiler so. Welche Taste ist es normalerweise? Nils? Was? E-Taste. Nochmal E-Taste, was? Welche Taste muss ich drücken, um ihn
unserem. Achso, du musst ja dieses Rad und. Achso, ich hab's bei mir auf die Maustaste gelegt, aber das ist. Einen halt irgendein Zauber auf ihn wirken halt einfach. Nee, das ist einfach unten, wenn du das. Diese Verzauberung machst, also wenn du dich verzauberst, Dominating Presence, dann hast du unten, ja, wo du normalerweise mit der Taste zauberst, hast du einen neuen Zauberspruch, in dem du bezirzt. Oder so. Oder so. Aber da habe ich das letzte Mal umgebracht damit. Na gut. Hier ist ein Horse. Ja, ich hole jetzt hier den Level 36er Typ einfach, was soll's. So, ja, der wehrt sich. Nein, der ist in sein eigenes Feuer gerannt und gestorben. Mäh. Ah, jetzt lockt er mir hinterher. Pause machen hier. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, dann führe ich ihn mal zum... doch hier gerade, Leute. Sie zurückführen zum Schloss. Na gut. Was soll ich machen? Bin ich angegriffen gleich. Gut. Schauen wir mal. Welches Level ist der jetzt? Weil hier ist noch ein Level 38er. 36 habe ich dabei. Okay. Oh, ich laufe eh gerade falsch, sehe ich. Nee, passt. Wie viel ist das noch? Kann ich, na egal, mach erstmal so. Was sollte denn das? Ehrlich, kann ich das jetzt sogar theoretisch noch rüberschieben, aber. Also ich mach hier den 38er, ja. Achtung. Hol dir den. Ja, das ist doch herrlich. So, kann ich den, warte, jetzt rennt er weg, der Spacko, ey. Große Klasse, so wie kriege ich jetzt das hier weg? Wieso rennst du denn jetzt weg, du Holz? Ich fühle mal weiter. Freunde, wie kriege ich das hier weg? So, was muss ich da bauen? Das ist ja ultra hässlich. Muss ich da nochmal... Besser, die höhere Levels haben? Geil, ich hab ihn. Nice. Steinwand drüber, ne? Das habe ich befürchtet. Wir bringen zwei neue Minions mit, Nils. Jawohl, ihr seid meine Freunde. Aber der Große wäre natürlich noch cool. Den holen wir uns auch noch. Ja, wenn er mal vor dem Castle ist, können wir ihn mal... Oh Mann, ey, muss ich jetzt die hier abreißen dann, oder was? Kann man das upgraden, wenn man es anklickt? Nee. Komm, mein Ich glaube, ich muss die Wände kurz... Gemeinsam können wir die Galaxis herrschen. Ja, beziehungsweise... oh nein, jetzt fehlen mir die Steinziegel. Na komm. Oh, oh, schnell Steinziegel. So, aber ein Häuschen. Eine Fackel dabei, ist ja praktisch. Komm, mein Freund, komm. Ich hab einen Schlafplatz. Wie wär's denn denn hier? Ich hab eine Idee. Ja, komm. Da machen wir nämlich jetzt mal so ein Fenster. Mein Freund. So. Wir brauchen noch Blutessenzen dafür. Blutessenzen haben wir natürlich. Wie viel? 100. Okay, so viel haben wir doch nicht mehr, aber Nils hat die ganzen Blutessenzen genommen. Die ganze Kiste war voll mit Blutessenzen. Ja, die habe ich alle zur Weiterverarbeitung reingesteckt. Wo ist die Weiterverarbeitung? Warte mal. Ist noch genug da. Welches ist denn das Schönste? Brauchst du noch welches oder hast du noch welches, Eddie? Ich habe mir 100 genommen. Oh. Okay. Oh. So. Convert dann drücken oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja, denke ich auch. Okay, es dauert jetzt anderthalb Stunden. In den Friedhofsgarten hinein. Okay, cool. Ah, ja, hier sieht man auch Warrior. Dadurch kriegt man dann Military Tactics, reduces difficulty by 100. Und dann kriegst du hier noch die Blood Quality, macht sich dann boost the amount of power acquired from equipment. Also je besser die Blutqualität, desto besser ist das Equipment, was man ihm gibt. Und wenn du hier in unserem Schlafzimmer noch Matching Floor machst, dann kann man die schneller konvertieren. Gruftboden wollen die haben. Haben wir, glaube ich, noch nicht freigeschaltet, befürchte ich. Gruftboden, ich kann mir einfach nichts merken. Sag mal, du hast ja, wer hat denn hier eine Blood Press direkt vor den Eingang gebaut? Ich wusste, dass du früher oder später dich daran stören wirst. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Nein, du kommst ja da durch. Ich weiß, es ist ästhetisch Schmutz. Aber es musste eben gehen, damit es einmal schneller funktioniert. Muss das auf diesem Boden hier sein? Ach so, das. Ja, ja, genau. Und der Alchemie-Table auch, oder was? Ja, ja. Aber das ist ja nicht, du kommst ja da durch und so oft gehen wir da ja nicht rein. Na gut, aber es ist. Ja, ja. Du musst es einmal
einmal tragen. Dafür habe ich den Friedhof. Guck dir lieber mal den Friedhof an. Ich gucke mir den Friedhof jetzt an. Ich gucke mir jetzt mal den Friedhof an. So. Oh, der hat aber einen schönen Zaun auf jeden Fall. Schönen Friedhofszaun, das gefällt mir schon mal. Ja, ja, ja. Oh, hier ist das Portal und hier sind auch ganz viele Skelettis. Oh. So. Ist doch klasse, warte, können wir hier direkt mal. Machst du mal die Feuerschale an? Au. Au, okay. Feuerschale ist an. Sehr schön. Hey, Freunde. Was ist los mit euch? Irgendwer hat da richtig reingepumpt, irgendwie, die Typen. Wir können die noch eine Reihe verschieben, theoretisch, oder was auch immer. Hier ist ein kleines Fensterchen, hast du das gesehen? Man kann hier. Wo ist ein Fensterchen? Ja, da. Können wir reingucken in unser Schloss. Das finde ich schön. Nice. Und das Portal funktioniert jetzt wirklich so, dass man überall hinpotteln kann. Ja. Das ist ja richtig geil. Hammer, oder? Das ist ein Game Changer, aber jetzt können wir die Map, guck mal, zum Beispiel ganz im Norden. Game Changer. Ganz im Norden haben wir so ein Portal schon. In dieses gemeine Gebiet. Hier rechts im Osten haben wir halt auch noch ein komplett unaufgedecktes Gebiet. Im Westen ist noch richtig viel. Also es gibt noch viel zu entdecken, Leute. Wir müssen nur irgendwann wahrscheinlich aus unserer Comfortzone hier raus. Weiterzukommen, ich weiß es nicht. Ja, aber wir kommen ja schon recht weit. Wir müssen halt die Typen platt machen. Ja, naja. Also wir sind ja permanent am Progress machen. Jetzt haben wir gerade 5 Dienersärge und neue Diener. Die können dann für uns während unserer Abwesenheit. Genau, lass uns mal den Dicken zum Diener machen. Den Schildboy. Das geht? Das wissen wir nicht, aber warum nicht? Ist auch nur ein normaler Gegner, kein Wieblatt. Ist nur ein sehr starker, aber wenn ein sehr starker für uns arbeitet, das haben wir quasi gewonnen. Na, so, wir machen die mal eben aus. Der patrouilliert doch eigentlich immer hier. So braucht das nur unnötig. Okay. Hinein! Oh, sehr schön. Ja, das ist doch alles super. Ist doch alles gut. So, Glas. Was ist in eure Inventar? Genau, Glas brauchen wir. Beziehungsweise kann man hier eigentlich noch so für schöne Sachen bauen. Guck mal, das habe ich ja schon gemacht. So, was haben wir denn hier noch? Das haben wir gemacht. Das haben wir jetzt mal gemacht. Sowas hier zum Beispiel. Können wir noch nicht bauen. Steinkörper. Ich habe doch so einen Eisenkörper. Was kann ich denn da machen? Wo ist der? Wo ist denn der immer langgelaufen, Nikola? Das ist Steinkörper. Auf der normale Route vor unserem Schloss. Das haben wir alles. Hier gibt es vielleicht noch was Neues. Oh ja, hier, guck mal. Oh, ist doch schön. Roter Rubin. Wie geht denn dieser Buff eigentlich wieder weg? Du fragst Sachen. Achso, ich muss wieder abwählen mit dem Rubin. Ja. Können wir mal gucken. Ja, Sonne geht unter. Endlich. Ich mal die Strecke ab und suche ihn. Such dir hier neue Freunde, oder was? Ja, wir wollen den Dicken, den Schildboy. Ja, finde ich gut. Bin ich Fan von. Dafür könnten wir dich gebrauchen. Dafür. Ich glaube, hier ist er, oder? Geil. Wo kann ich das? Wenn man auch Tiere befehligen könnte. Oh ja. Nee, oder? Tiere geht nicht, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Wäre cool. Das hat auch einen gewissen Style hier, was ich hier mache. Wow, okay. Erzähl mir nicht, dass das nicht stylisch ist. So, das ist doch wunderschön. Kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht Herzallerliebstes ist. Hm.
Ich habe einen Fisch namens Fat Gobi gefangen. Nice. Das gefällt mir gut. So, dann können wir noch mal ein bisschen, warte mal. Das, ne? Hey Nikola, ich glaube, wir müssen gleich mal den Bannhammer im Chat rausholen. Was ist da schon los? Ach ja. Können wir noch machen. Beleuchtung haben wir gemacht. Oh, was ist das? Oh, Lehmform. Haben wir nicht. Das haben wir schon gemacht. Wo ist denn der? Dann hier das. Dafür brauchen wir das. Können wir, da können wir auch noch welche von hinlegen. Das passt auch. Bisschen stilecht. Vor jedem Sarg. Mögt ihr lieber so grau oder... Ach, ich mach das einfach selber. Ja, grau ist schön. Kann man einfärben? Also, kommt ihr noch auf die Idee, ihr hättet hier dekoratives Mitspracherecht? Hier niemals. Hast du ihn schon irgendwo gefunden? Nee. Sabine? Nope. Oh, das ist doch schön. Wunderschön. Was kann man hier noch? Bei mir friert alle 5 Minuten mein Chat ein und das für 20 Minuten. Nee, Eolithic, es schreibt nur einfach niemand was. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Hier ist er, bei mir, genau an der Kreuzung. Genau an der Kreuzung. Irgendwas. Ja, das wäre nicht schlecht, dann könnten wir den okay, dann zu uns unterlasse ich meine Heldentaten und komme kurz zu euch, warte. Er ist hier. Wieso nimmt er das? Nimm das doch. Warte, ich muss schnell den geilen Scheiß wegbringen. Ich greif schon an. Okay. Klau vor unserem Schloss? Ja. Wow. Der hält ja fast gar nichts aus. Der hat schon, und das, schon richtig was abgenommen. Okay, ich komme. Ich bin bei euch, Freunde. Ich komme zur Rettung, ich eile. Nicht kaputt machen, denk dran. Wir müssen ihn auf 20% runterballern. Ich gebe mir Mühe, extra schlecht zu sein. Oh, hey, Baby. Dann mach trotzdem One-Hit. Ah, reicht das schon? Jetzt. Ja, warte. Oh, ja, Nick, einer kann mich bitte wieder beleben und der andere holt ihn sich. Warte, ich muss jetzt aushalten. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Super, nice. Ich hab ihn! Ich hab ihn an der Leine! Komm mit! Führe ihn nach Hause! Lalalala! Komm, da gibt's das schönste Essen! Da gibt's jetzt Hähnchenkeulen ohne Ende! Ein Wildschwein hab ich auch! Eieieie! Da, 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 da. Wir heißen unser neues Mitglied willkommen! Da, 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 da. Komm! Du kriegst den Sack hier! Ah ne, der ist schon belegt. Okay, du kriegst den Sarg hier. Convert. Tenacious Strength hat der. Oh, geil. Cool. Oh, können wir die als Gruppe losschicken eigentlich? Ich glaube schon, ja. Genau. Oh, wie geil, können wir diese Eisenhohlen schicken oder so? Aber so von den Daten, die hier stehen, ist der eigentlich nicht besser als die anderen. Nein. Aber naja, egal, wir checken es mal ab. Der macht ja auch rein äußerlich Eindruck dann. Ich finde das toll, dass jeder Sarg einen Teppich gekriegt hat. Aber es ist sehr gequetscht. Der Thron hätte eigentlich noch einen eigenen Thronraum. Ja, aber wir müssen das erst vergrößern, das Schloss. Wir können nicht mehr anbauen, verstehst du? Ich bin gezwungen, effizient zu bauen. Das möchte ich bitte, dass das in die Bewertung mit einfließt. Und ich finde, dass die Effizienz hier durchaus sehenswert ist. Ja, Effizienz ist natürlich ein Punkt, aber wir müssen mittelfristig natürlich auch geil haben. Wenn irgendwann mal andere menschliche Spieler hier kommen, die sollen natürlich auch Jan beeindruckt zum Beispiel sein. Ja. Wie ich ja bereits sagte, benötigen wir Glas, um uns vergrößern zu können. Wo ist denn Glas? Ja, komm auf die Map dafür mal. Brauchen wir Rezepte und dafür brauchen wir Technologien, Forschung. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich so langsam mal unseren Freund hier, den ich da schon markiert hatte, dann können wir nämlich das Studierzimmer bauen. Gesundheit. Das heißt, Nikolaus wollen wir jetzt mal platt machen. Nikolaus. Gut, wir müssen dann auch dringend unser Papier sparen. Also das Papier bitte nicht mehr verwenden. Nikolaus. So, wenn ihr Lust habt, könnten wir Nikolaus eben platt machen gehen und dann
Ja, freuen wir uns bestimmt. Nikolaus, The Fallen. Ja, ich muss hier noch alles einsortieren und dann können wir los. Menzer, oh nein, nicht schon wieder. Hm? Lass das einsortieren. Irgendwelche Untoten. Ja, ja. Was ist los? Menzer werden anstrengend. Merciless Hollowfang Leggings habe ich ein Buch gefunden. Kann man das benutzen oder wie benutzt man das? Salary-Table, glaube ich. Was macht man denn mit den Büchern? Ich raff das immer nicht. Die muss man dann hier. Ja, dann doppelt die hier. Schon. Und dann geht man in den Research Desk oder was? Nee. Klingt alles nix. Also. Was ist das? Gem Dust habe ich. Brauchten wir das nicht vorhin? Ja, pack das mal in die Kiste. Das brauchen wir auf jeden Fall früher später. Ich habe aber, ja genau, ich habe den Edelsteinstaub. Pack das mal in die wertvolle Kiste. Ja, okay, jetzt habe ich es gerade hier reingepackt. Ja, wollt ihr Feier machen oder wollt ihr den noch holen gehen? Nee, lass uns den noch holen und dann machen wir Feier. Wir müssen ja morgen früh raus, aber das können wir noch machen. So, ich gehe schon mal irgendwie los und such den schon mal. Grave Dust haben wir nicht mehr, oder? Wolfform. Dust sind hier rechts im Regal. Ja, stimmt. Also noch 17 Grave Dust. So. Also. Hier entlang. Perfekt. Dann vielleicht hier entlang. Oh ne. Ah. Nee. Er da hoch. Oder? Hier vielleicht. Okay, let's go. Jo, let's go. Achso, ich muss den noch auswählen, den Typ. Ja. Wie heißt der Nikolaus? Schaffen wir den? Der ist Level 37. Ja, wir haben noch gerade Level 48er platt gemacht. Ja, gut, wir waren auch nicht im Schloss. Ja, das hat uns ein bisschen geholfen. Ja, wir schaffen Papier, die ihr schon habt, in die fressende Truhe schmeißen, dann bekommt ihr Papier und Schriftrollen. Ah. Oh, was können wir was da reinwerfen? Bücher? Die Bücher, die wir schon gelernt haben, ja. Ah, das ist natürlich clever. Das ist eine sehr gute Information. Warte, hier das macht total auch Sinn. Und Edelsteine in die Fresskiste macht auch Gem Dust. Ja, aber die brauchen wir noch. Komm, ja. Also. Hallo Wölfe. Oh, das war wieder der Versuch abzukürzen. Immer wenn man denkt, ich gehe mal hier querfeld ein und kürze ab, wird es eine Katastrophe. Ich kürze ab. Auch Edelsteine kann man in die Fresskiste packen und dann kriegt man Gem Dust. Ja, das habt ihr ja gerade schon mal gesagt. Warte mal. Bin ich ja halbwegs auf dem richtigen Weg? Nee, hier hoch. Jetzt auf einmal. Okay, vielleicht ist er hier schon drin. Wo ist denn der Aufgang? Ja, 40 Papier haben wir bestimmt. Ist das da, wo die Mine ist? Wir haben noch eine Mine hier. Okay, okay, mal gucken, ob ich hier irgendwo raufkomme. Da ist der Weg, okay. Da ist der Weg. Da ist der Weg. Richtung Friedhof müssen wir mal hier. Und, ja, das ist wieder so ein Necromancer. Das wird bestimmt sehr lustig. Ich weiß nicht, ob 10.000 Skelette erschaffen werden. Ja, ob das lustig wird. Ja, doch. Große Party. Also es könnte sein, dass er hier schon in diese Richtung jetzt. Ah, hier war er schon auf dem Friedhof. Warum habt ihr Angst, obwohl ihr mich in der Party habt? So. So. Warte mal. Wo bist du denn jetzt, ey? Oh, hör auf, du bist zu beschießen. Ist es überhaupt hier? Transformiere dich zum Wolf. Yeah, Wolf. Oh, das ist ja geil hier. Die Frage ist doch: Ist er hier oder ist er hier nicht? Nee, der ist hier nicht. Ich glaube, der ist hier oben. Ich glaube, er ist hier oben, Freunde. Ja, da ist er. Ich habe ihn. Da ist er. Ja, da ist er.
Unglücklicherweise werde ich von relativ vielen Menschen beschossen. Was bist du denn? Einfach mal durch die Gealdimate, durch die Skelettdinger. Alter, hier ja, sind ja, also, so viele. Ihr, wenn ihr Lust habt, ich bin hier, also. Ja, wir sind alle schon da. Oh, ein Raid von Gaius Julius Caesar, vielen Dank. Au. Aha. Au. Alter, was geht denn? Hier ist er ja. Eieiei. Ei, okay. Jetzt wollen wir mal ganz kurz hier die Füße stillhalten. Genau. Oha. Oh, 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 shoot. Au. Ich benötige immediate Unterstützung. Ich bin gleich tot. Igittigit, mein Leben geht zu Ende. Übernehmen Sie. Während ich mich kurz zur Heilung. Oh, der war Slow Attacker, oder? Zurückziehe. Shoot. 9. Heilung aktiviert. Was ist er denn? Ach, du bist es. Schnellere Heilung. Stress. Oh, kommt ihr, seid ihr. Oh nein, es kommt noch bald noch die Details. Boah, jetzt sind hier aber viele Leute. Ey. Aber hier wird es aber nicht. Ey, Gaius! Ne? Das ist ja schön, dass du vorbeischaust. Wir sehen uns ja morgen Abend. Schön, dass du da bist. Oh. Der Gaius ist da. Oh. Eieiei. Satz heiß Ohren hier. Oh, ich halte mich nicht. Ey, hier ist aber ganz schön Alarm mit den Zammens. Nein, ich bin down. Ach, Mist. Vom letzten Schuss noch getroffen. Warum das bist kann du so gut schlecht? Angehen. Ja, das freut mich auch manchmal. Der ist nicht so schlecht, der Typ. Der Nikola? Aber wenn seine Freunde alle weg sind. Ja, das auch. Oh ja, stimmt, das passt auch, ja. Dann ist er auch nur ein Mensch. Ich will jetzt CS spielen, da kann ich wenigstens ein bisschen was treffen. Naja. Oh nein, er macht wieder hier Kladderadatsch. Lamp hat jetzt nicht gereicht, das stimmt. Das war echt ein bisschen peinlich. Also jetzt nicht. Darauf habe ich den Quake aufgeräumt. Au, au. Das war ziemlich cool. Quake 2 zumal. Ja. Ey, Skyser, also die Webs dann irgendwann kennt und die Waffen. Das dauert dann doch eine Weile. Ich habe Angst. Warum? Ich habe nie Angst. Das stimmt. Was ist jetzt? Wow, wow, okay, okay. Oh, er hat mich gewone-shotted, ich bin tot. Oh. Warum lässt du dir sowas bieten? Was ist das denn? Ach, mach so, okay. Nicht zu zwei, einer von euch zu mir, ja, der andere, genau in die andere Richtung am besten. Ja, Sekunde, ich muss das von jetzt den. Jetzt kämpft ihr schon wieder beide auf meiner Leiche. Auf. Ich mach so. Jetzt seid ihr beide weg. Ja, sprecht euch doch einfach ein bisschen ab, Leute. Dann gehe ich jetzt. Nikola, ey. Ja, das war ich, jetzt gehen wir weg. Junge, ey, das anzusehen ist gerade schon Slapstick. Zieh die Counter-Strike ab. Kommunikation ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist viele, viele gemeine. Das ist so, bist du jetzt auch tot, Nikola, ja? Ja, ja, ich bin tot. Stark. Genau. Gut. Oh mein Gott, Alter. Oh, okay, ich bin auch tot. Oh mein Sehr Gott. Gut. Warum habt ihr mich denn alleine gelassen eigentlich? Gleich nochmal rein oder erst zurück zum. Was überhaupt? Ach, hier. Ist das nötig gewesen, dass. Oh, das ist so weit weg von allem. Ihr müsst endlich mal. Ja, egal, ich sag nichts. Ja, Kommunikation ist key, genau, ja. Nee, nicht nur die Kommunikation, sondern einfach auch mal checken, dass wenn einer stirbt, dann ist es nicht mehr lange, bis alle sterben. Wir müssen uns gegenseitig beschützen. Aber mein Lieber, das haben wir doch probiert gerade. Aber nein. Manchmal klappt es halt. Die Priorität, nicht so. Nee, die Priorität muss ich so. Ja, weil du bist einfach nicht empfänglich für Kritik. Immer wenn man Kritik äußert. Weißt du alles von dir und ärgerst dich und bläst zum Gegenangriff. Anstatt mal drüber nachzudenken, ob da nicht vielleicht auch, ob es auch mal beim heiligen Nils Bomhoff was gibt, was man verbessern könnte. Probieren wir es jetzt nochmal oder wie sieht's aus? Ja, können wir uns da hinbeamen? Wo war das denn? Wisst ihr noch, wo das war? Da. Das hat dann den Todesakt da liegen. Was? Gestorben bist, hast du doch markiert. Ach da, aber da ist nichts in der Nähe, oder? Vielleicht ich da im Westen das Vampire Waygate, aber ist auch nicht viel näher. Es ist einfach komplett scheiße.
Wir haben ein eigenes Portal jetzt. Ey, diese Portal. Könnten wir noch ein Portal einfach irgendwo hinbauen? Nee, ne? Nein, da musst du ein zweites Stadtzentrum bauen. Das war auch nicht so teuer, glaube ich. Vielleicht schneller. Kleines bisschen. Ich gehe mal zu dem anderen. Ach, kann ich ja nicht. Was? Ich wollte mal ausprobieren, ob der andere Weg schneller ist. Ich kann mir vorstellen, dass der schneller ist. Wieso kannst du nicht? Weil ich jetzt schon gespawnt bin und ich hätte direkt an dem Portal respawnen sollen. Aber ich probiere es. Du kannst auch von unserem Portal. Wir haben noch ein Portal. Ja, ich weiß, es ist natürlich jetzt total doppelt gemoppelt. Ja, was ich eigentlich nur meine, ist, wir müssen sofort uns organisieren, wenn einer tot ist und uns heilen, weil sonst, wenn einer weg ist, sind es einfach zu wenig Ziele. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste fällt. Und dann ist, wenn einer alleine ist, ist es schon vorbei. Also müssen wir so lange wie möglich zu dritt bleiben. Oh, wow. Galopp. Ist einer jetzt den anderen Weg gegangen? Nee, sind alle teleportiert. Sind alle darunter teleportiert. Oh, schnell, nein, Hilfe. Oh, Schatten, gib mir. Oh, das ist hier so gemein. Aber hat der die ganzen Salbe, Skelette gesummoned gerade oder waren das irgendwelche anderen? Das war seine nächste Phase, glaube ich. Das war vorher nicht so. Weil das waren echt Stück. Ganz schön viele, ja. Das war suddenly, war es alles voll. Aber wenn wir da zum Beispiel alle auf Armbrust gehen und die Special Attack machen, diesen Area of Effect, dann könnte es vielleicht klappen, dass wir die relativ schnell. Wieso gehen wir denn da? Ah, okay, ja, doch, das ist. Oh, no! Ja, ist das sinnvoll, da lang zu gehen? Au, ich zerbratze. Unrein, oder? Au. Du bist unrein. Oh, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Unten. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ihr hier lang geht. Ich laufe euch hinterher. Ist das falsch? Ja, das war voll dumm, was ihr wieder gemacht habt. Ich das bin schuld, alles gut. Das einfach mal gefallen lassen. Vollkommen richtig. Dummies ihr. Bin kein gutes Navi. Das wissen wir. Die Frage ist, warum läufst du dann vor? Ich hab ein bisschen länger gebraucht, von daher. Warum folgt ihr mir? So, da geht's. Ein bisschen Speer nehmen, oder eigentlich? Nee, wir brauchen die Area of Effect Waffe. Ah. Du kannst ja Waffen auch wechseln, tatsächlich. Das stimmt. Aber habt ihr dann die andere Fähigkeit wieder ready? Ja, die refresht ja relativ schnell. Ne? So. Au. Ich muss auch kurz mal meine Fähigkeiten ändern. So. Die Wolf-Fähigkeit ist ganz nutzlos. Ich muss mein Shit holen, damit ich meine. Wo ist Explosion mein Container? What? Wo ist mein fucking Container? Wo ist mein Container? Sind alle despawned? Der ist auch drin, muss noch hoch, ja. Oh Gott. Das vorher platt. Oh Gott, wie viele Leute sind das denn? Ist das hier mein Container? Wir müssen das erste Ziel platt machen, bevor wir da reingehen. Ja, ich hab das. Ihr redet alle nicht recht. Ich wollte nur meinen Heilungstrank. Komm jetzt zu dir hoch. Ja, ich werde hier eine Falle für sie präparieren. Shit, ich bin schon fast wieder tot. Ja, die haben ganz schön rein hier. Wir können uns ja vorher heilen. Au. Ich habe ja nichts zum Heilen, weil es bei meiner Leiche liegt. Ja, stimmt. Aber ist er das schon? Nee, ich wollte sagen. Ein anderer Typ hier. Oh, die Typen nerven. Ja, alles, was summon kann, auf jeden Fall erstmal wegpacken. Ich kann sie auch nirgends heilen, weil hier nichts troppen zum Heilen. So. Okay, bitte meine Leiche nicht plündern, weil da sind meine Salben und meine Heilung drin. Oh, deine Salben. Alter. Oh. Bist du auch noch so ein Summon-Typ? Nee, du bist einfach nur ein Gesummenter. Warte, bleib doch mal stehen. Was? Nee. Willst du nicht vorher heilen? Ist der unsterblich oder was? Ich hab kein Blut mehr. Ach so, ja, okay. Erklärt sich's. Was hüpft jetzt hier schon wieder aus dem Gebälk?
So, haben wir richtig aufgeräumt? Oh. Oder wie sieht das aus? Dass du keine neue mitbringst, ist ja alles klar. Also ich glaube, wir werden hier mit richtig viel Knochen rausgehen, wenn wir die gleich noch looten. Also wenn nur noch er da ist, ist doch, das wäre doch wunderbar. Ja. Ganz wunderbar. Gut, 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 gut. Wenn ihr soweit seid. Nee, die braucht noch eine Sekunde, glaube ich. Wart ihr schon in der Eisenmine? Fragt Trickett. Ja, wir waren in der Eisenmine. Ja. Okay, jetzt sind wir ready, oder? Ja, los. Gleich mit C auf ihn. Ja, richtig schön reingehauen. Ich mal wieder. Oh, okay, das war einfach mega dumm. Sorry, ich hab ein Stil geschoben. Oh, jetzt. Wohin rennt er denn? Wohin rennt er denn? Guckt euch das mal an, wie er down geht. Oh, oh jetzt vor sich seine Freunde. Boah, aber die. Alter, oh. Was geht ab? Ja, den packen wir. Müssen uns alle ausschalten. Ich bin tot. An der Treppe. Du bist tot? Ja, da kommen fiese Typen, die der gesammelt hat. Wo bist du denn? Dann geh ich an los. Der Treppe. Ja, ich versuch's, aber ich muss aber die Typen. Okay, willst du ihn holen und ich lenk ab? Ja, wir müssen das die Typen umschießen, sonst sind zu viele. Du lockst den Typen weg. Okay, warte mal, bist du. Noch einer. Da bist du, okay. Ich hol ihn jetzt, ja? Ja. Lenkst du ihn ab? So, okay. Okay. Jetzt spawnen wieder welche. Okay, ich bin zurück. Jetzt kommt er zu euch. Achtung. Ich muss mich heilen. Okay, Henschies. Oh, hier unten. Au. Die summon die Typen da unten sind. Die müssen wir eigentlich noch erstmal wegmachen. Unten sind es. Ja. What? Okay. Ja gut, das ist schwierig, ohne dass er jetzt wieder sich heilt. Weil kannst du es kurz machen? Dann. Naja, es haben immer neue. Ich bin hier schon in der Sackgasse. Oh shit. Ich bin tot. Was ist das? Ich gebe jetzt Sie, was ist das? Du bist tot? Oha, ja, ist einiges los hier. Okay, ja, ich lenke ihn ab. Du ihr müsst die Nekromanten da unten erstmal killen. Die schicken euch dauernd neue Leute da hoch. Ich dachte, wir hatten alle Nekros geplättet. Jetzt sind wir schon respawned, weil wir zu weit weg waren. Hast du Eddie jetzt geholt? Ja, ich bin gerade dabei. Okay, das kriege ich hier gerade. Und da wieder zu dir hoch, damit ich nicht auf. Ja, okay. Oder wollen wir erst zu den Nekro. Wie lange hältst du noch durch? Ah, okay, Moment, geht noch. Eddie, mach du das? Dann hält dich Nils oben, damit er sich nicht halt. Was soll ich machen? Unten die Nekros umhauen. Ja, ich versuch's. Wir müssen aufpassen, dass der Typ nicht wieder auf sich durchhält, ne? Ja. Ja, jetzt geht er zu dir runter, Eddie. Er ist schon hier. Oh nein! Ich muss mich kurz heilen. Sonst kommen wieder irgendwelche Typen. Ja, die Nekros sind irgendwie jetzt doch außer Reach. Ich kümmere mich jetzt auch um den Boss. Gut, die Henchmen hier oben sind platt. Ich mich. Oh, sehr gut. Ich hab auch mein Ultimate. Oh, hat das was gebracht? Das sah jedenfalls gut aus. Also hier sind die Area of Effect Spells auf jeden Fall mal ziemlich gut. Die grünen sind doch nerviger hier. Okay. Hopp. Oh, Vorsicht, die Totis. Die sind ein bisschen mächtig, die. Oh, Alter, okay, den habe ich gefressen. Warum auch immer. Unnötig. Ja, wir haben ihn schon die Hälfte runter. Okay. Ah, ich bin tot. Ich bin down.
Okay, ich komme zu dir. Eddie, lenkst du ab? Ja. Hier, dir ist noch ein Armbrust. Tut. Ja, dann müssen wir jetzt gemeinsam durch. Okay. Ah, er hat mich getroffen, aber ich hol dich, Nikola. Oh, schnell weg, diese Grünis. Oh, fuck. Oh, die sollten mich jetzt zumindest nicht treffen. Oh, shit. Oh Gott, machen die viel Schaden. Ich muss kurz raus und mich heilen. Okay, ich laufe einfach weg und mache viel Damage. Ich hab auch leider nicht mehr viel Energie. Wo ist er denn da? Oh shit. Ist auch weg. Oh, sie kommen. Okay, er hat nicht mehr so viel. Ja, kommt auch gleich wieder. Da hießen wir auf Fridge. Wollen wir uns voll heilen? Schaffst du es so lange noch? Ja. Also. Nils? Oh, du bist Nils fast tot. Ja, ich weiß. Ich hab alles, was ich hab. Geh die Treppe runter. Ja, ihr sollt es nicht durchheilen. Seid ihr da? Okay. Wir sind da. Dann übernehmt. Ihr müsst übernehmen. Ja, haben wir doch schon. Ja, ich sag's nur nochmal, das klingt besser, wenn ich es mehrfach sag. Ulti? Ja, daneben, ich, come on. Meiner sagt Bescheid, wenn ich ihn aufessen soll. Aber er hat nicht mehr viel. Stimmt. Wo denn? Da. Ah, oh, herrlich. Er ist doch fast tot jetzt. Oh nein, er hat mich getötet! Oh shit. Sabine, komm zu mir! Schnell. Ja, warte, ich bin gleich oben. Ich komme gleich hoch. Er ist fast tot. Sabine, komm schnell. Ja, ich muss nur ablegen, bis nicht fertig ist. Ja, kill den Ambrus-Typen da noch. Okay, ist scheiß drauf. Jetzt, ich komme, ich bin da. Sabine. Hol ihn, bist du. Oh, ja, Vladimir, hol mich. Scheiße, ja, es ist zu viel los gerade. Das geht nicht. Ich muss die erstmal die Henchmen. Sag Bescheid, wenn es zeitlich kritisch wird. Ich muss einmal kurz die Henchmen platt machen. Komm, Sabine, jetzt. Shit. Oh, fuck. Es sind immer noch zu viele. Ja. Jetzt nur noch den auf meiner Leiche und okay, jetzt heilen. Okay. Jetzt, ich lenke ab, du holst ihn. Ja. Autsch. Okay, ich bin wieder da. Okay, ja, dann können wir ihn jetzt down machen. Was ist er denn? Er ist down, nice. Ach, holy moly. Nice. Super stark von uns. Oh. Kann es sein, dass es immer nur bis zum ersten geht? Also wenn der erste explodiert, dann ist es eh für alle anderen. Alles schön looten. Ist schön looty. Hier sind schön Knochen und Lumber und alles. Ratte. Was haben wir bekommen für ein Buch? Habt ihr irgendwas Goldenes gekriegt? Ich habe irgendwas Goldenes genommen. Ein Buch hast du bekommen, Eddie. Duskwatcher Ring, ah ja, okay. Den können wir jetzt alle bauen. Was ist neu? Ja. Ward of the Damned, Unholy. Ach ja, neues Skill. Buffy Speed by 10%, Block Melee and Protects from Front of You. Okay, wieder in Verteidigung. Jeder absorbierte Angriff beschwört ein Skelett. Oh, das ist ja ganz geil. Das ist nice. Oh ja, das heißt, oh, guck mal, wenn man das für 2 Sekunden absorbiert, kriegt man Skelett. Ist ja ganz geil. 2 Sekunden ist aber ordentlich. Das ist nicht wenig. Wenn man das mittendrin zündet, ist schon nicht schlecht. Ich will gleich mal einsetzen, weil da unten sind welche. Die wollen uns noch. Ja, das müssen wir ausprobieren. Also können wir mal. Machen wir es mal so. Mal gucken, was das kann. So, hier schön unseren. Oh, habe ich gerade Goldstaub eingesammelt? So, schön heilen. Ja, geil. Warte mal. Ey, warte mal, das ist ein feindliches Skelett oder was? Das wäre ja super dumm. Das kann ich nicht glauben. Ah, ne, okay, das hatte ich, glaube ich, verwechselt. Ich hab das nicht kapiert. Jetzt habe ich eine Barrier und jetzt ist weg. Existiert auch nur für 2 Sekunden, die Barrier, glaube ich. Okay.
Wir müssen die Caster da wegballern. Das sind die Nerven. Naja, die casten halt so lange weiter, bis man die platt macht, ne? Ja, die können eigentlich nicht viel, die halten nicht so viel aus. So. Okay, noch mehr Caster irgendwo? Nö, das war's doch, gut. Looten. Ja, die Särge kann man auch, das sind Container, ne? Da sind auch Diamanten manchmal drin und so, also... Ah ja, stimmt. Ja, nice. Dann können wir aber wahrscheinlich jetzt langsam nach Hause dackeln, oder? Mal schauen, jetzt können wir nämlich geil forschen. Ja. Warum geht das hier nicht? So. Du bist. Hey! Warum hast du auf mich eingestochen? Oh nein! Warum? Kommt noch die vermaledeite Sonne ange. Oh, jetzt bin ich schon fast wieder tot. Obwohl, hier ist ja eh mal freundlich, ne? Lag da was Geiles? Ne, kann ich dich eigentlich? Bist du auch ein Skelett? Ja, ne? Ja, oder? Kann man dich saugen? Alter, wie viele Typen? Ich muss mich mal heilen, das ist hier. Cool. So, also Knochenprobleme haben wir jetzt erstmal nicht. Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, wir können mal so langsam wieder den Heimweg antreten. Ja, da bin ich nämlich total gut zu haben. Ich glaube, die Richtung wäre gut. Oder? So, wo müssen wir lang? Wieder zurück, oder? Ja. Mit dem Portal zurück oder laufen wir bis zum Ziel? Naja, wir können auch zurücklaufen, oder? Ey, guck mal, hier geht's unten rein in den Tomb. Oha. Oder ist das nur... Ich glaube, das ist nur so eine kleine nee, Treppe, da nicht ist rein. Aber nichts mehr. Oh, schade. Ich dachte schon, wir haben hier den geilen Secret Dungeon. Wow, okay, dann nach Hause, dann können wir jetzt... das Buch, was du bekommen hast, einlösen und dann diesen geilen Scheiß bauen. Ein Raid, Nils. Ach Mensch, das ist ja lieb. Das ist ja so nett. Hallo, herzlich willkommen. Wir zocken gerade V-Rising mit Eddie und Nicola. Unglaublich, wie beliebt Nils ist. Ja. Und es macht Spaß und ich finde, du solltest auch mal mitmachen. Mein Lieber, du solltest auch mal mitmachen. Wir haben noch einen Sarg für dich frei. Und wir würden uns freuen, dich in unserer unsterblichen Mitte begrüßen zu dürfen. Mit deinen unschätzbaren Qualitäten. Und ich glaube, ihr habt gerade Valorant gezockt, oder? Sehe ich das richtig? Ja, zusammen war glaube ich, auch dabei. Guck, und jetzt sagt, steht in meinem Chat, dich würde ich auch nicht raiden. Das ist mein Publikum. Hat Florentin geschrieben? So. Nein, das glaube ich nicht. Ja, und wir kommen gerade von einer erfolgreichen Mission. 42 haben wir. Oh, 42 und 40. Ah, die will ich, könnt ihr mitnehmen. Ich bin fast tot. Oh. Okay, die haben viel Feuer dabei. Vielleicht auch nicht. Au. Falsch. Was mache ich hier? Also, ich verpiesel mich. Ja. So, da ist unsere Burg. Uiui. Oh, jetzt ist da noch ein Bär, hör auf. Keine Zeit für dich. Das ist Home Sweet Home, unser Schloss, unser edles Vampirschloss von Hand gebaut. Ihr werdet euch sicherlich gleich fragen, wieso ist es so unfassbar effizient eingerichtet? wer hat das denn hingekriegt? Ist ja unglaublich. Ja, das der Architekt. Du brauchst noch so einen Architektraum wie in Matrix. Ja, ganz viel Monitor. Das stimmt. So, wir können jetzt was Neues machen und zwar. Ach, die Schneiderbank ist neu. Und irgendwo müssen wir jetzt Forschung. Studierzimmer. So. Ja, geil. Pestilenz haben wir bekommen. Juhu. Was haben wir bekommen? Pestilenz. Launch a wave of three unholy projectile. Okay. Bretter. Was auch ausrüsten?
Brettern gibt's. Ah ja, hier, das andere. Und da an Hauli hast du noch eine Attacke. Oh. Autsch, Verzeihung. Wieso kriegt ihr dauernd neue Sachen? Guck du an, den müsst ihr auch haben, theoretisch. Wo denn? Was habe ich gesagt? Kupfer? Ich habe vergessen, was ich gerade gesagt habe. An Hauli kannst du. Ah, das. Und weitere Fähigkeit. Das ist da. Okay. Ah, Pestilenz. Ja, genau. Das könnte nützlich sein. Oh, okay. Oh Mann, wir brauchen wirklich einen. Wir brauchen mehr Platz. Dafür brauchen wir Glas. Und was brauchen wir für Glas? Gut. Ja, habe ich ja schon gesagt. Für Glas brauchen wir. Wie benutzt man jetzt dieses Buch? Den Research-Tisch. Genau. Wo ist denn? Plötzlich weg. Anderer Raum. Hier. Oh, wow. Die Frage ist, was braucht der für ein. Ah, der braucht keinen Boden. Okay, das ist gut. Ja, kannst du da. Ich verstehe nicht, wie ich das Buch benutze jetzt. Geh mal ins Studierzimmer, Eddie. Es kann sein, dass du es im Studierzimmer machen musst. Hier steht Bring to this book to the research desk. Also bei meinem Buch. Steht bei dir? Ja, bei mir auch. Aber ich weiß nicht, wie man es benutzt. Aber kann es sein, dass wir das schon gelernt haben? Den Duskwatchering, das kommt mir so bekannt vor. Duskwatchering. Ja, genau, ich hab's schon. Also, wie heißt dein Buch? Duskwatchering. Duskwatchering, es ist ein Ring. Also ja, den haben wir schon erforscht, ja. Den kannst du in die gefräßige Truhe schmeißen. Was ist das? Ach so. Dann muss ich erstmal wieder Papier holen. Nom, 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 nom. Die gefräßige Truhe. Ich habe ja ein bisschen Papier. Wir haben genug Papier. Ja, Papier hast du, kriegst du aus der Truhe hier. Ja? Die futtert gerade Papier. Ah ja, geil. Spuckt sie aus. Was haben wir da? Die alten Bücher haben wir da reingeschmissen, oder was? Genau, die wir schon alle erforscht haben. Sensationell. So, was ist denn jetzt? Mülltrennung, oh ja. Ganz schlimm. Wenn die Müllabfuhr kommt. Entschuldigen Sie bitte, hier steht doch Forschungsstation. Ach, das ist das Studierzimmer, echt Trollo. Das ist die Forschungsstation. Oder? Nee. Hier doch. Nebelsiegel, okay. Ein neuen Ring. Ah, Mist. So, so. Ja. Ich weiß nicht, ob der deutlich besser ist. Das steht da nicht. Mal schauen hier, oder? Kann der neue Ring wahrscheinlich auch nicht besser, oder? Das ist dieselbe Kategorie, nehme ich an. 12, ja. Ja. Größere Sun Resistance. Und 10% schnellere Ability. Aber Fähigkeiten Abklingzeit minus 10%, ist das jetzt gut oder schlecht? Minus 10 heißt, also, weißt du, was ich meine? Ja, was der Cooldown wird kleiner. Malus? Der Cooldown wird kleiner. Das passt schon, glaube ich, so. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch nicht schlecht. Das finde ich nämlich ganz gut, weil ich benutze viele von diesen Fähigkeiten. Ja, wie ihr alle wahrscheinlich. Naja. Die sind alle sehr ähnlich, nehmen sich nicht so viel. Ja gut, meine Hoffnung war, dass man durch diesen Tisch jetzt dann schnell an neue Technologien kommt, ist aber gar nicht so. Wir brauchen nach wie vor Glas. Ich glaube, schnell ist so ein Adjektiv, das hier für dieses Spiel nicht taugt. Vermutlich. Das Eisen jetzt weiterverwenden oder ist das jetzt immer noch für was wichtig? Ja, ich hatte ja gehofft, mit Eisen können wir geile Eisenwaffen bauen, aber irgendwas fehlt. Der Crossbow? Der Crossbow, aber ja. Wie wär's denn mit einer geilen Anlage? Die Äxte. Ich würde jetzt mal die Schriftrollen nehmen, um was zu entdecken, okay? Yes, sir. Stark, Leute. Wir haben eine Vase. Jetzt mal den Crossbow. Eine Vase, endlich. Oh, hier haben wir noch einen drin. Gefängniswände, wow. Ach stimmt, wir können Dorfbewohner entführen. Für. Echt? Ja, und den Kerker sperren. Und da können wir mal aus den Blut genau abschöpfen. Ja, mit diesen Glasflaschen. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Brauchen wir noch einen Kerker? Oh, ja, wir brauchen erstmal Glas. Ja. Damit wir das vergrößern können hier. Also sonst haben wir arge Platzprobleme. Och. Hier wird sich ja schon dauerhaft beschwert, dass es hier zu eng wäre. Wieso werde ich verspottet? Das ist eine gute Frage. Darüber muss ich nachdenken. Okay, dann kommt das hier wieder. Wo ist denn das ganze Eisen hin? Ich habe so einen Crossbow verarbeitet. Deswegen habe ich nachgefragt. Ja, aber wir müssen noch viel mehr noch haben.
Ich habe noch 4 Eisen. Kann ich dir geben. Wir haben so viel aus der Höhle, sonst müssen wir das nächste Mal auf jeden Fall wieder in diese Eisenhöhle und dann müssen wir Meredith platt machen. Ich schmeiße da hin. Ja, ja, ja. Ja. Ich brauche ja keins, ich wollte es nur wissen. So. Da müssen wir nochmal rein auf jeden Fall. Nein, falsch. Ah, nee, wir haben nur 60 Eisen in der Truhe. 60 Eisenbarren haben wir. 60 Eisen ist doch gut. Ja, da, okay. Dann hast du schon einen besseren Crossbow? Ja. So. Also du meinst den Iron Crossbow. Ja. Also genau. Beatrice, the Taylor, Vincent, the Frostbrand, Christina, the Sun Priestess. Mach mal Affenform. Aber nee, warte mal, die Knochen kann ich doch... Prison Cell, hier kriegt man Vincent the Frostbringer. Alter, ich bin schon zu durch. Was ja, Prison Cell haben wir ja schon. Ja, komm jetzt her hier. Alter, guck mal hier. Beatrice the Taylor gibt einem die Human Form. Turn into a human, allowing you to sneak around unnoticed. In Settlements. So, endlich. So, bau die jetzt. Was denn für ein besser? Jede Menge, das ist gut. Und Gardinen. Endlich Gardinen. Gardinen und Vasen, das ist doch schön. Gardinen und Vasen, das wollen wir sehen. So, Meredith wird uns hier noch gar nicht angezeigt zum Tracken. So. Also, nächste Boss wäre tatsächlich haben wir nicht. Beatrice. Mit der jungen Form. So, Neon Leute. PCP, vielen Dank für dein Prime. Und ich möchte noch mal ganz kurz jemanden zitieren. Und zwar OK Radio schreibt, also ich finde das alles sehr effizient und schick. Mhm. Stark. Ich würde mich anschließen. So, Leute, dann mache ich jetzt Schluss. Ihr könnt gerne noch weiterzocken. Du machst Schluss mit uns. Ich habe meine Erlaubnis. Warum machst du denn schon Schluss mit uns? Aber alle Waffen, die ihr baut, müsst ihr mir auch bauen. Und was ist mit der Waffe der Liebe? Auch die. Gerade die. Auch sehr. Hey, ich würde dann auch gleich mal Feierabend machen. Ich bin auch schon wieder ziemlich lang unterwegs hier in den digitalen Autobahnen. Hey, du hast doch erst 12 Stunden gestreamt. Nee, 12 noch nicht. Nee? Nee. Ich habe Wrathfront durchgespielt. Das war einfach mega geil. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, das ist leider hier, ist jetzt vorbei. Ja, wir haben 49 Papers übrigens. Auch ein Paper und wir könnten wieder was Neues erforschen. Oder wir benutzen die für den Feierabend. Das ist eine sehr gute Idee, Nils. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Spielen. Wir sehen uns morgen, Nils. Du, ich freue mich sehr und wünsche dir Glück auf, wenn du heute noch einfährst. Und ansonsten bleib stabil. Nicola, auch dir eine schöne Nachtruhe. Ja, gleichfalls. Und schreib mir, welches Mischpult ich brauche. Ja, ich schicke dir sofort den Link. Sehr gut, alles klar. Tschüss. 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 So, Leute.